Also können wir jetzt mal anfangen, bitte hier, das ist aber schon wieder... Das ist schon nachdem wieder 5, ich 6, das nach ausgewürfelt habe, habe ich mich entschlossen, dass ich den Spielern ein kleines Zugeständnis mache und das Scheißding, also der Sender, wo sie hin müssen, auf dem Dach ist und nicht im eigentlich wie geplant 20. Stock. Auch wenn Düs das hätte durchaus bemerken können, wenn er nicht die ganze Zeit GTA spielen würde, während wir spielen, ist er nicht so schlimm. Der ist ja nicht so klug und schlummi, die ist gleich noch viel schlimmer. Ich rauche auch Crack jedes Mal, wenn ich mit euch spiele. Ja, ich verzeihe nur Lexi, weil die neu ist, keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall ist es auf dem Dach und das ist noch viel beschissener für euch und deswegen freue ich mich des Weiteren, was bisher nicht so... Darf ich ganz kurz unterbrechen, ja, was gern. Ich jetzt eh schon tue? Du hast gesagt Zugeständnis, jetzt auf dem Dach, du sagst, das ist nicht gut. Und jetzt Zugeständnis passt da nicht zusammen, ne? Das ist ein Zugeständnis an Masochismus. Die Deklaration von deinen Aussagen und dem, was du sagst, das passt irgendwie nicht zusammen. Okay, ja, das ist nicht schlimm. Des Weiteren sollen sie diese Wanze am 1. Mai ja platzieren, was Tag der Arbeit ist, was zur Folge hat, dass sehr viele Menschen nicht arbeiten, sondern dass viele Lohnsklaven sogar auch ein schönes, eine kleine Feier oder ein dickes Essen ausgegeben bekommen. Vom Chef. Und auch Zenit lässt seine Mitarbeiter an diesen Tage verschont. Das heißt, der gesamte Bereich ist an dem Tag geschlossen. Der Tech Tower selbst hat aber offen, weil die Großkonzerne sich nicht an Feiertage halten müssen und wieder das auch nicht tun. Hab ich schon gemerkt, dass ich dich nicht leiden kann? Mehrmals, aber siehst du mal so, nur durch mich wird Jojo ein Star. So. Sie will kein Star werden. Natürlich wie sie. Das weiß sie halt nur noch nicht, ne? Richtig. Finde ich auch gut so. Ja, schön. Beim letzten Mal sind wir damit fertig gewesen, dass Billy sich mit Brummlibär unterhalten hat über die Geschichte mit Studio 10. Und Jojo hatte sich mit irgendwelchen anderen Leuten unterhalten über Studio 10. Wir wissen jetzt, dass, also Jojo hat die Vermutung, dass die BTLs da herstellen. Oder zumindest Beatles. Illegale Sims. Simrix, ja, Sims, die haben ja was von Simrix gesagt. Und ich gehe mal davon aus, liebster Spielgeleiteter, dass wir da nicht ohne weiteres in Studio 10 reinkommen, richtig? Das ist alles verriegelt und verschlossen. Ja. Ich möchte übrigens auch noch zwei Dinge ansagen. Zum einen, es geht ja die ganze Zeit um diese blöde Treppe. So, du hattest mal irgendwann erwähnt, dass dieses Haus einen Hintereingang hat. Und ich glaube, von dieser Hausmeistertreppe aus ist diese Hintertür auch zu erreichen. Ich möchte sowohl die Türe, die unten aus dem Gebäude hinausführt, und ich meine jetzt nicht die Haupteingangstür, ehe du mir das wieder ankreidest, sondern ich meine die Hintertür, die Angestellten-Tür. Sowohl da möchte ich mal nachgucken, inklusive sämtliche Alarmmechanismen, ist die Tür von außen, von innen zu öffnen und so weiter und so fort, inwiefern wird sie überwacht. Plus, ich möchte sehen, wie es denn überhaupt aufs Dach geht. Und das jetzt bitte nochmal in einem weniger aggressiven Tonfall. Nö. Okay, wir haben dich alle sehr gern, lieber Spielleiter. Ja, ich möchte habt ihr nämlich. Ja, nee, das pass haben auf, wir wirklich. Ich muss das nur kurz finden. Ich möchte gerne, also Jojo möchte gerne herausfinden, was es mit der Hintertür für die Mitarbeiter auf sich hat, die, soweit ich weiß, von dieser Wartungstreppe zu erreichen, weil ich gerne den Zugang zum Dach in Augenschein nehmen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir dazu noch ein paar Informationen geben würdest. Das würde ich gern tun, aber du hast gerade so, weiß ich nicht, mit mir geredet, als wärst du ein Kleinkind oder ich und deswegen möchte ich das gar nicht. Nein, pass auf. Ich glaube, du bist das Kleinkind. Ja. Es gibt keinen Mitarbeitereingang. Die kommen durch den Haupteingang. Es gibt aber sehr wohl die Hausmeistertreppe, also nennen wir es Hausmeistertreppe, Technikertreppe, die auch einen Hinterausgang angeschlossen hat, was an, hatte ich auch gesagt, Notausgang ist. Genau, das hatte ich ja sogar gesagt. Ist der Alarm gesichert? Ja, würfel mal bitte Wahrnehmung und Intuition. Ja, ich mit meinem super Wahrnehmungsskill gehe ich gleich los. Während du da mit deinen Würfeln rumspielst und irgendwas dir hinlegst, Geleiteter, ich aus Studio 10 nehme ich aber nichts irgendwie per Matrix wahr, dass zweite da irgendwas... Folge. Entschuldigung. Nee, sie hat dich unterbrochen. Das irgendwas? Dass da irgendwas matrix-technisch strahlt, oder? Schätze ich mal. Die Fensterschlösser, das Marktschloss, was die Tür ist. Nichts, was nicht logisch ist, dass es da drin ist. Die Heizung natürlich, aber sonst nichts. Okay. Zwei Erfolge hast du gesagt. Also, unten hast du ein schon ordentliches Mag-Schloss-Tastenfeld.
es sieht schon qualitativ aus, das, also hochqualitativ, das ist schon eine Hausnummer, aber weiß ich nicht. Du traust auf jeden Fall zu, es zu knacken, es könnte halt mal ein bisschen länger dauern. Von innen wird dasselbe gelten. Und zweimal Folge. Na gut. Und darüber ist eine Kamera angebracht. Und was du bemerkst, nachdem du das ein bisschen länger angesehen hast, ist, dass die einen Wackelkontakt hat. Also sie scheint jetzt gerade zu funktionieren, aber bei Erschütterungen oder dergleichen oder auch starken Winden, Fürzen und dergleichen, da wird wohl das Ding spinnen. Okay, die ist jetzt innen oder außen angebracht? Außen, du kannst da innen nicht reingucken. Alles klar. Ich kann noch über die Treppe, ich kann noch auf die Hausmeistertreppe oder kann ich da überhaupt nicht drauf? Wieso solltest du da drauf können? Bist du ein Hausmeister? Nee, eine Hausmeisterfrau. Techniker, weil wir da irgendwie mal mitgenommen, weil ich da mal mitgenommen werde oder sowas. Du bist immer nur in den Fahrstuhlen unterwegs. In dem Hausmeistergang haben nur die Erika-Typen was zu suchen. Deswegen hatte ich ja die ganze Zeit gesagt, dass es sauwichtig ist, dass wir uns mit dem scheiß Hausmeister... Ja, aber dir hört nie jemand zu, oder? Wer hört mir nicht zu? Ich nicht mal selbst. Ich hatte das so verstanden, als könnten die Techniker da irgendwie mit drauf. Okay, dann... Was wenn du wieder verstehst, ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ist doch Flummis Welt, wenn sie das so versteht, dann ist das gefälligst so. Das kannst du auf jeden Fall hin. Na, aber jetzt, wo du sagst! Hausmeister, alles klar. Gut, dann, oje. Zugang zum Dach. Gibt's den auch nur über diese Hausmeistertreppe? Es gibt ihn auf jeden Fall über die Hausmeistertreppe. Was anderes kannst du nicht sagen, denn der letzte Stock vor dem Dach warst du auch noch nicht. Oh, verdammt, Axt. Okay, das ist schlecht. Kann sie eigentlich, die ist da doch mit irgendwelchen Leuten immer mal öfter oder längerfristig unterwegs, oder? Weil sie da irgendwem hilft und irgendwem assistiert. Da kann doch irgendwann zwischendurch mal ganz unschuldig die neugierige Frage kommen, ob man denn mal auf dem Dach war und irgendwie, das ist doch bestimmt voll cool von wegen Aussicht und bla und Gedönse. Machst jetzt einen auf Lexi, ja? Wieso? Sekunde. Ja, aber ich frag die Leute, die möglicherweise tatsächlich da hoch können. Warte. Ich muss nur schnell was nachgucken. Also Flummi, du weißt nicht, wer schon mal auf dem Dach gewesen sein könnte. Das haben ein paar sicherlich die Befugnis dazu, die halt auch mit den Sendeanlagen da oben sich auskennen könnten. Wer aber mit vielen Leuten dort, was du jetzt so an sozialer Dynamik mitbekommen hast, ganz gut klarkommen müsste, ist Konstantin Borisov, das ist der Kameramann, der große Brandon Task-Fan, falls du dich erinnerst. Yay! Ja. Und der kann mit den meisten und er kennt sich damit wohl auch aus. Du weißt nicht, ob der hoch dürfte, das ist eher unwahrscheinlich. Aber vermutlich ist der die beste Stelle, um zu fragen. Und da du jetzt schon nicht mit einem Crackhead reden kannst. Rede ich mit dem. Ja, dann mach doch. Falls du dich fragst, was die peinliche Stille bedeutet, das heißt, Spiel aus. Ah, ja gut, das habe ich mir schon fast gedacht, aber ich habe eigentlich noch auf eine Einführung oder eine Einleitung gewartet von dir. Gut, also du nimmst den Buttplug. Du beträufelst ihn etwas mit... mit einem Gleitmittel meiner Wahl. Ja, bitte Olivenöl. Nein, da haben wir auch was. Basis. Oh Mann, du willst ja kein Gummi auf den Buttplug ziehen, oder? Wie auch immer. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Nein, also doch und vielleicht oder auch nicht. Er ist gerade daran, also hier Konstantin, ihr seid auch schon beim Du, eine Kamera zu flicken und hat dich deswegen angefordert, in den zweiten Stock, wo du ihm wohl behilflich sein solltest. Und du kommst gerade aus dem Fahrstuhl und er steht also vor dieser Kamera mit Werkzeug und tut da Sachen. Reicht das? Ja, sie geht dahin. Kuckuck. Nein. Was gibt's denn? Ja, ich habe heute eigentlich ein bisschen eher Schluss. Du wolltest also mir sagen, dass ich mit meinen filigranen Fingern besser an die kleinen Kabel rankomme. Das wollte ich nicht unbedingt sagen, ist bestimmt so, aber nee, eigentlich, ich habe heute halt Vierjähriges mit meiner Verlobten und da würde ich halt ein bisschen eher gehen und das hier sieht aus, als würde es ein bisschen länger dauern und ich dachte mir, ey, ich habe irgendeine Praktikantin, die das auch sowieso machen muss, von daher dachte ich, holst du die mal hoch. Ach so, Vierjähriges? Ja. Geht ihr weg? Ja, also wir gehen in Restaurant halt ein bisschen, fein essen ist übertrieben, feiner essen. Und dann gehen wir vielleicht noch ins Kino, muss gucken, was sie da wieder Bock hat, wie geschafft sie ist. Und dann, also Vierjähriges, da kann ich ja auch schon mal was erwarten. Ne? Da gibt's Pralinen und dann gibt's
Pralinen. Weißt eine du Revanche, nicht, ne? Meinst du? Ja. Ein Dankeschön für die Pralinen, ja, klar. Ich habe eine ungefähre Ahnung, wovon du sprichst. We're going south the borders tonight. Dann würde ich sagen, rüste dich ordentlich aus und dann läuft das. Sie schmunzelt. So, zeig mal hier. Ja, es muss irgendwas mit der Einheit sein, die die Linsen einstellt. Moment, die wären keine, doch, die haben eine Linse. Egal, ne? Irgend sowas. Heißt das jetzt, dass ich das ganze Ding auseinandernehmen muss? Ja. Das heißt, dass ich das ganze Ding auseinandernehmen muss, alles klar. Du guckst schon so. Okay. Cool. Oder auch nicht. Ja, es dauert ein bisschen länger, aber es ist ja nicht wirklich schwierig, von daher, das kriegst du doch hin. Ja, ja, hinkriegen tue ich das auf jeden Fall, da mache ich mir keine Sorgen. Aber das ist immer so mühsam, weil dann stehen nämlich die ganzen Leute wieder davor und erzählen wieder, ey, mal, ich mal. Blablabla. Ja, dann würde ich vorschlagen, du fängst an und vertrödelst weniger schon... Zeit irgendwie mit Bauschaum und hier dem Handwerker-King. Hä? Ja, verstehst schon, was ich meine? Nee, nicht so ganz, aber das ist gut. Nee, ich habe ja hier, da, guck mal, Schraube schon los, Abdeckung ab, läuft, passt schon. Alles klar. Dann danke. Ruft man hier auch wegen jedem Kram an, oder? Natürlich ruft man dich für jeden Kram an, dafür bist du doch nee, hier. Nee, dich, du, nicht ich, ich weiß das doch. Na, wieso? Also, ja, weil ich dich schon bei so vielen verschiedenen Sachen gesehen habe. Erst an der Kamera, dann an der Aufzugmechanik, dann irgendwie, keine Ahnung, überall. Hast du mich an der Aufzugmechanik gesehen? Ja. Stimmt, ja, ja, da. Hm. Manchmal brauchen die ja ein bisschen lange und das war halt wirklich eine einfache Sache. Das war auch nicht wirklich die Mechanik, es war bloß die Elektronik und bla 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 bla. Und ja, ist halt, wenn ich eh gerade nichts zu tun habe, kann ich es ja machen. Das stimmt wohl. Sag mal, bist du eigentlich auch daran beteiligt, da oben mal dieses neue Studio da fertig zu machen oder was? Nö. Also dieses alte echt nicht? Das hat soll. Das, doch. Das soll fertig gemacht werden? Na, keine Ahnung, aber es ist doch eigentlich logisch, das fertig zu machen. Also, warum nicht? Das wäre logisch, aber wenn wir nach Logik gehen würden, dann würden hier einige Dinge anders laufen. Also ich weiß nichts davon, dass das irgendwie nochmal neu gemacht wird. Ich dachte, die lassen uns halt das verrotten und keine Ahnung, haben das als Abschreibung und irgendwas. Okay, super. Und dafür macht man sich hier denn die ganze Zeit einen Stress, oder was? Ja, ich weiß nicht, wie du die Sache irgendwie dir ausmalst. Du bist ja noch jung. Na, ich weiß, dass das den Rest meines Lebens so weitergehen würde, aber das ist nicht schlimm. Das meine ich nicht. Wenn das Studio fertig machen würden, dann würden sie halt 7 neue Shows hier rein basteln und wir haben genauso viel Stress wie vorher. Also mir ist das echt egal. Na dann. Bist du überhaupt mal da oben? Hast du das mal gesehen? Wie sieht denn das da aus? Ja, es ist das wirklich voll am Rumrotten oder ist das so irgendwie... Ach so, na, ich war... Warte. Nee, also seitdem das irgendwie den Bach runterging, war ich da nicht mehr drin. Was ist denn eigentlich passiert, dass das jetzt irgendwie offensichtlich nicht zu reparieren ist? Das hatte ich dir gesagt, Wasserschaden? Ja, ne? Ja. Hier, Wasserschaden. Wasserschaden? War die Decke nicht dicht, oder was? Nee, da war irgendwas mit den... Also ich glaube ja, dass irgend so ein Script-Kiddie Scheiße gemacht hat und hier ein bisschen rum eskalierte und dann die Feuermelder losgingen und wir hatten da nicht nur... Also wir haben nicht nur in dem Studio, aber wir haben halt... Alter, nee, pass auf. Wir haben also Feuermelder und wir haben ja kleine Löschdrohnen, die auch ein bisschen, die nicht mit Wasser arbeiten, aber die halt auch ordentlich Dreck machen unter Umständen. Und ich glaube, das hat einfach die Technik zerlegt, weil die auch nicht mit diesen, warte mal, was ist nochmal? Also Sand ist ganz böse für Technik, weil die zum Teil noch mit so einer Art Löschsand gefüllt sind, was hier ja eigentlich der Tod ist, aber es ist halt billig und alt und naja. Man hätte auch so einen Schaum nehmen können oder CO2-Löschungen, aber das ist, geht wohl irgendwie nicht von wegen, dann ersticken ja alle, bla bla bla. Und deswegen. Okay. Ja, ich weiß nicht, also die haben ja nicht so viel CO2, dass direkt der ganze Tech-Tower dran ersticken würde. Ich weiß nicht, warum wir das nicht aufrüsten dürfen, aber ich vermute mal, irgendjemand ist da sich mit irgendwelchen Gesetzen, der hat da nicht so viel Bock, das zu überprüfen, sondern guckt lieber auf seinen Bentley und bekommt davon irgendjemandem Geld, dass es so bleibt, oder ich weiß es nicht. Das klingt irgendwie bekloppt. Oder darf ich sowas jetzt wieder nicht zu laut sagen? Ist ja keiner hier. Na, ja, ist halt doof, aber stört mich jetzt, wie gesagt, auch nicht so sehr. Denn wenn hier mal ein Brand ist mit Sand, dann ist es ja entspannter für mich. Und die Technik, die kaputt geht, muss ich ja nicht bezahlen. Von daher, ja. Oh Gott, wenn es hier einmal brennt, von wegen Aufzüge und so, das ist doch bestimmt der Horror. Wieso, es gibt eine Notfalltreppe. Also ich meine, wie schnell soll sich denn hier ein Feuer ausbreiten? Das ist ja schon, ne?
Na, bei dem ganzen, weiß ich nicht, Halbplastikwänden und dem ganzen Kram, also gerade in den Studios, bestimmt ziemlich schnell. Ja, also ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich meine, wir haben da keine Strohdächer mehr hier. Na, Strohdächer nicht, aber ich meine, wenn du dir die ganzen Studios oder so was, den ganzen Kram mal anguckst, da ist schon eine Menge was brennt, vor allen Dingen, was so viel Rauch entwickelt, dass du hier innerhalb kürzester Zeit erstickst. Aber wieso sollte hier ein Brand entstehen? Das Einzige ist beim Heimwerker King und da gibt's genug Personal, wenn es da die Shows gibt, dass man das schnell hinkriegen könnte. Also, Damit hast du dummerweise wieder recht. und ich meine, Studios haben im Allgemeinen keine Fenster. Tür kann man dick zumachen. Also gerade die beim Heimwerker King, die ist nochmal extra irgendwie hier, ne? Bla, und da, also eigentlich. Der hat eine extra Feuerschutztür? Ja, ist ja Pflicht. Okay, ich habe keine Ahnung davon, ob das Pflicht ist oder nicht. Ja, bei ihm ist es, glaube ich, so Zenitpflicht, weil es ist ja schon, da kann ja echt mal was passieren. Okay. Strohdächer. Voll gut. Ich versuche Hm, gerade was? wieder Ach zu ja, verstehen. genau. Ja, Entschuldigung, ich bin Meisterin der Gedankensprünge. Wenn du dir was vorstellst, kannst du dann nebenbei arbeiten? Tu ich doch. Ach so. Hier ist schon draußen. Sehr gut. Na, dann ist ja schön. Dann kann ich dich ja jetzt alleine lassen. Kannst du, quasi. Sag mal, Er warum? drehte sich gerade um zum Gehen, lächelte noch einmal, dann kam das, ne? Dein Einwurf und Ja. er. Ja, Okay, du bist was? voll genervt, weil ich dich gerade zulaber, oder? Na, ich bin ein bisschen auf dem Sprung, aber jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. Ach so, ja, es war eigentlich nur eine reine Neugierfrage. Wie kann man eigentlich, also kann man überhaupt auf warum werden diese Hausmeister, also diese Notfallgänger eigentlich nie genutzt? Weil ich meine, das ist doch voll praktisch, als wenn man die ganze Zeit mit diesen blöden Aufzügen unterwegs ist. Das Ding hat 20 Stockwerke. Weißt du, wie du rennst Das sind hier. drei oder zwei Stockwerke, was man rennt. Ja, na Weil klar, aber du letztendlich. rennst diesen Weg doch bestimmt auch. Also, weiß nicht, du bist Mädchen für alles. Also nehme ich an, 7 bis 8 Mal am Tag. Das heißt, du brauchst ewig und bist immer außer Puste. Das ist doch viel besser, wenn du einen Fahrstuhl nutzen kannst. Und die Hausmeistergänge werden von den Hausmeistern Na, benutzt. mit dem Das. Fahrstuhl brauche ich teilweise länger, weil ich dann warten muss, bis der da ist, dann bla und hier und dann haben die Kunden Vorrang und dann ist der Fahrstuhl wieder unten und so Es weiter und so sind fort. 4 Stück Ja und? Outgame. Ja und? Das ist trotzdem, wartest du da. Wenn du genug Okay. Leute hast, wartest du. Ja, dann weiß ich nicht, aber wenigstens bist du nicht erschöpft. Also die sind halt, weiß nicht, wie viele Treppen noch. Ah, ich hab's gleich. Richtig, Bauch, das hier ist Beine, voll Arbeit, Po-Training, alles Mensch. klar. Jetzt habe ich's verstanden. Du willst noch ein bisschen Speck wegbekommen und das Ganze ein bisschen ausdefinieren. Da musst du zu Hause Treppen steigen. Ja, das tue ich schon. Nervig, aber wahr. Kommt man über die Treppen eigentlich aufs Dach? Ja. Echt? Ja, Kann man klar, da auch irgendjemand so muss aufs mal Dach hoch? kommen. Nee. Schade. Hätte sein können. Ja, na klar, ist ja normal, dass man da aufs Dach kommt. Warum nicht? Bei manchen Gebäuden kommt man doch aufs Dach. Ja, aber warum sollte man das Weil tun, es einfach cool ist, so? weil man da oben eine Dachterrasse machen kann und sich da in der Mittagspause hinsetzen kann. Und weil man da oben essen kann, das Wie ist voll lange gut. arbeitest du jetzt hier? Ja, noch nicht lange, aber das ist, hätte ja sein können. Nee, du hast recht, wir sollten dann auch eine kleine Mitarbeiter-Lounge installieren und einen Chill-Out-Room, Also am war besten das mit voll überhaupt Spa. gar nicht gemeint. Aber so, manchmal, wenn man generell aufs Dach kann, kann man da auch da oben sein Essen essen. Das ist halt cooler, gerade im Ja, Sommer. außer der Smog zieht von Osten hier rüber und du erstickst dann oben auf dem Dach so halb. Ist der Smog nicht eher weiter unten? Outgame, Kurzkarte. Sokol ist ja westlich von, was ist es, Bratejevo, dem riesigen, gigantischen, bösartigen Industriegebiet. Und wenn der Wind ungünstig ist, verkackt. Echt, immer noch in so hoher, bei über 20 Stockwerken. Das kommt drauf an, ob du Sommer- oder Wintersmog hast. Und der Wintersmog geht auch von unten nach oben. Ja, es passt schon. Wenn das ungünstig ist von der Wind- und Wetterlage her, hast du ein bisschen verschissen. Sie guckt ihn gerade an. Mist, damit habe ich. Stimmt, du hast recht. Verdammt. Ich meine, es kommt selten vor, aber wenn du in der Mittagspause mal hochgehst und du hast da ein schönes Pseudosalat-Sandwich und dann kommt da einfach so eine Wolke an, das schmeckt bestimmt nicht gut. Hast du wohl recht. Bärdegowei war es übrigens, Entschuldigung. Na, es war ja nur eine Frage. Es hätte ja sein können, dass sowas irgendwie mal geht. Da kann man irgendwie Ja, das wenigstens die hätte sein halbe können. Stunde, die man hat, vielleicht draußen sitzen. Nee, darfst du aber nicht, dass du runterfällst. Ich falle nicht runter. Ich bin viel zu klein, um über die Brüstung zu fallen.
Zahnbürstung? Nein. Dann verstehe ich das. Dann verstehe ich, warum man da nicht hoch darf. Mhm. Abgesehen von sensibler Technik und so ein Scheiß und bla. Technik? Na, ach ja, die Sendemasten. Der ganze Sendescheiß ist da oben, naja, okay. Ja, nicht nur senden, da werden auch zum Teil schon Daten vorverarbeitet und sowas. Das ist alles auf dem Dach? Na, ein Teil davon. Krass. Ja, ich weiß nicht genau, warum sie das gemacht haben, aber sie werden schon ihre Gründe haben. Okay, ich habe irgendwie gedacht, das bastelt man irgendwo hin, wo es sicherer ist. Na, ist ja Vorverarbeitung, wird ja nichts gespeichert und wenn du es schaffen solltest, so in Lichtgeschwindigkeit Daten abzufangen und die dann irgendwie zu speichern, dann bist du schon so gut, glaube ich, dann ist alles zu spät. Und da das nicht geht, kann man die da auch vorverarbeiten. Die laufen ja nur durch. Da hast recht. Glaube ich, denn da bin ich nicht ganz hundertprozentig für. Das weiß ich nicht. Ich gebe dir einfach jetzt recht, weil ich keine Ahnung habe und dachte, du wirst das schon besser wissen als ich, weil du hier länger arbeitest. Also, sehr viel länger. Aber ich halte dich schon wieder viel zu lange auf, weil mir voll langweilig ist während der Arbeit. Deswegen labere ich dann Leute zu oder werde gerne zugelabert. Und ich möchte dich jetzt eigentlich nicht von dem Essen mit deiner Verlobten abhalten. Viel Spaß auf jeden Fall euch. Und Glückwunsch. Warte. Ich glaube, am Ende kommt Danke. Danke. Dir auch noch viel Spaß, ne? Danke. Tschüss. Again? Echt? Na, geht ja jetzt weg, weißt du? Also ja gut, aber das interessiert mich doch einen Scheiß. Der gehört ja nicht so White Russians, ob da gibt's kein Düdelüdelü für. Aber, dann gibt's ja für mich nie ein Düdelüdelü. Nein. Und du fragst dich, warum ich Billy immer die Kasse nach hinten haue, oder was? Nö, die Reaktion kriegst du jetzt, weil du Billy immer noch die Kasse nach hinten haust. Drehst wieder so rum, okay, alles klar. Ja. So, und jetzt? Das geht nicht an mich, oder? Hä? Und jetzt? Yeah. Also, arbeitet weiter, sie kann jetzt erstmal nicht mehr viel tun. So ihr nichts mehr vorhabt, könnt ihr zum Ende des Arbeitstages springen und euch treffen. Das bleibt euch aber überlassen. Das ist gut. Müssen wir nämlich dringend tun. Gut, dann machen wir das doch, oder? Außer Lexi hatte noch was vor. Ich glaube, die ist noch ganz kurz AFK. Und sowas muss der Heimwerker King nicht basteln, weil er ja ganz kleine Sachen aus ganz großen Sachen macht. Ja, mit aber ganz großen. Mit das ganz großen, okay. In die Richtung dachte ich nur. Ja. Es sieht schon sehr geil aus, das muss man zugeben. Das stimmt. Was ist denn das eigentlich? Das ist ein Metall-Cyborg-Steampunk-Shit? Keine Ahnung, was das genau ist. Ich habe noch eins mit einem Alien, wo dieser Künstler ein Alien gebastelt hat. Oh, scheiße, warte. White Russians, nicht von dieser Welt. Wow, oh, Kollege. Gott. Oh, mir ist so schlecht. Jetzt wird's aber gerade schlimm. Ja, ich, das am Anfang des Spielabends. Ich glaube, heute bin ich raus. Ja, bist du. Geh. Wir machen den Run ohne dich fertig. So. Use left your channel. Ich übernehme das Meistern einfach kurzzeitig. Das geht schon. Ja, du weißt ja auch besser, wie das geht. Ich kenne die Welt auch besser. Ich liebe unseren Spielmeister. Ich mache doch nur Spaß. Ich bin doch nur gerne böse. Blaue Wolke ist anscheinend nicht mehr gemutet. Hallo, Blaue Wolke. Hallo. Jetzt hat. Tag. Abend. Oberst Düss, so drehe er sie lauter. Er hat sie bereits lauter gedreht. Oh, Entschuldigung, es liegt vielleicht an den Treppen, dass ich gerade noch nicht die Luft habe, in vollem Klangkörper zu sprechen. Nee, das war ein allgemeiner Hinweis von einem unserer Zuhörer. Die Walkürenbrust. Ja, genau. Machina hat, beziehungsweise Lexi, hat Machina noch irgendetwas vor, bevor der Arbeitstag zu Ende geht? Weil wir haben den 30. den 30. gerade und der Arbeitstag... Nee, der 29. Ach, ist der 29. jetzt doch? Hm. Hab ich ja gesagt, das letzte, was ihr gemacht hattet, war letztes Mal Brumlibär und Billy und am gleichen Tag hat dann noch, Jojo mit dem Kameramann geredet. Und wenn du das so sagst, dann will ich dir gar nicht da reinreden. Also Mahina wird Informationen zusammengesammelt haben, wie wir das beim letzten Mal ja auch besprochen hatten. Und ansonsten, weil sie ja nachts arbeitet und Infos sucht, hakst du wahrscheinlich bis mittags, nachmittags pennen. Weil wir Informationen zusammengesucht haben, was war letztes Mal nochmal? Ich hatte doch über den hier Heimwerker King und seine Ex-Schnalle irgendwie rumrecherchiert. Hatte mich doch auch mit ihr getroffen, hatte das aber auch schon an alle weitergeleitet. Ich befürchte, gerade jetzt hat sie nichts spektakuläres, Gruppenbeitragendes zu tun. So, also hat sie den ganzen 29. gegammelt. Na toll. Während wir uns abgerackert haben.
hübsch ausgesehen und an ihrer Tarnung gearbeitet. Welcher Tarnung? Gilt das vielleicht? Wieso hübsch? Wow, jetzt geht's Bitch-Slapping los, ohne Scheiß. Ja, ja, Flummi. Ich werde mich heute Nacht in den Schlaf weinen und diesmal ist nicht Düse dran schuld. Wieso war ich dran schuld? Du sollst heute Nacht zu mir kommen. Entschuldige bitte, wieso, warum hast du dich in den Schlaf geweint wegen Düse? Na, immer wegen dir. Wenn nicht wegen Trolli, dann wegen dir. Einer muss ja dran glauben. Nur weil ich Bumsbulli sag. Genau, du Pisser. Bumsnudel und das Gemeine mit dem Intro. Und nein, ist alles gut, alles super. Jetzt wird aber alles mal Chico, die Lexi ist nur ein bisschen im Arsch von der Arbeit, aber sonst alles gut. Wir können uns auf jeden Fall richtig gut leiden, alle. Ja, sicher. Oder so. Also dann treffen wir uns am 29. abends bei Jojo in der Bude mit Marshmallows. Oh doch, ich habe eine Ansage, weil wenn die Mädels den ganzen Tag so schwer arbeiten und so, so arm dran sind, dann werde ich für die Essen vorbereitet haben und dann bringe ich Essen mit zu Jojo. Sehr gut. Voll gut. Ein großer Beitrag zum Feminismus. Mit Fleisch. Was gibt es? Borscht mit Fleisch. Schon wieder? Also in Play habe ich das nicht für euch gekocht, nur weil ich da Offplay drauf stehe. Ja, ich komme mit einem großen, großen Topf mit dampfender, leckerer Suppe und ich habe noch einen kleinen Beutel dabei und da ist dann ein Becher mit Schmand drin, beziehungsweise saurer Sahne. Billy hat immer einen Beutel dabei. Sind wir schon wieder bei den Bodendrogen? Jetzt schon? Ja, vor allen Dingen, ich mache wieder die schlechten, bösen, fiesen Icke-Kommentare und das war jetzt okay, oder was? Billys Hoden riecht nach Rosen. Was denkst du denn? Nach vergammelten Rosen. Ey! Wie riechen denn vergammelte Rosen? So wie vergammelte Pflanzen allgemein. Faulig. Potpourri. Okay, wunderbar. Dann würde ich doch vorschlagen, wir setzen uns zu. Danke, Marina, für die Borscht. Ich hoffe, es schmeckt euch. Jojo, schaut Marina an. Du bist mein Engel. Ich versuch's zumindest und ich dachte, farblich könnte dir das gefallen. Mahina macht mal so einen Kleck saure Sahne in die Suppe, rührt die um und dann ist sie rosa. Ja, setzt euch Mädels, lasst es euch schmecken, ist genug für alle da. Mahina tut mal jedem einen ordentlichen Teller mit ordentlich Fleisch auf. Das ist gut, Jojo spachtelt. Billy nimmt den Löffel und eine kleine Portion und keinen Schmand. Sie muss ja auf ihre Figur achten. Ich würde auch sagen, Jojo spachtelt nicht, denn sie ist gut erzogen, aus gutem Hause, ja. Nein, sie isst viel. Sie isst witzigerweise kleine Bissen, aber davon viele. Das hat Marco Ina strahlt übers ganze Gesicht, wenn sie sieht, dass du dir da den zweiten und den dritten Teller noch mit reinschaufelst. Los, Billy, du musst da auch einen Kleck saure Sahne reinmachen. Nein! Das schmeckt viel besser. Ich möchte keine saure Sahne. Es sei denn, du hast Diät, saure Sahne aus Soja natürlich. Ja, natürlich. Ich habe da vorher alle Kalorien rausgepustet. Los, iss! Mahina, mach dir mal einen Klecks auf deinen Suppenteller. Dankeschön. Fängt die hier auch noch an, sich zu zieren. Unfassbar. Bin ganz kurz. Bis gleich. Ich hab... Hat sie Durchfall? Das hoffe ich doch nicht. Das ist alles lecker und sauber und frisch gewesen. Na, nicht davon. Sie hat davon ja noch kaum was gegessen. Vielleicht hat sie wegen was... Oh ja, man riecht schon. Wenn Düs zurückkommt, wird er euch hassen. Ich weiß, deswegen mache ich das ja. Und ich dachte immer, es stinkt nach Rosen, wenn sie verschwendet. Nein, sie behauptet das. Erzählt sie doch aber immer allen. Ja, aber das ist eine reine Schutzbehauptung. Halle die Fresse, ihr Pissnelken, wenn ihr so einen Scheiß hier erzählt, dann müsst ihr auch dabei sein. Ich möchte dazu ansagen, Düs, ich habe diesmal nichts damit zu tun. Ja, ich werde es in der Aufnahme hören, wie du wieder abgelästert hast, du Lästerhein. Ja, gar nicht. Hier redet man raus. Jojo, öffne das Fenster. Was ist denn jetzt los hier? Was ist denn Sache? Warum wolltest du jetzt unbedingt nochmal dich treffen? Ich habe schon fast eine Woche in meinem Bett nicht mehr geschlafen. Was ist denn los? Hä? Ich dachte, du hast gerne in deinem Bett geschlafen. Das ist die Bumsmurmel, das ist kein Bus. Du kannst auch hier pennen, wenn du willst. Der Couch immer. Bekomm mal ein ordentliches Bett. Das ist eine ausziehbare Couch, das ist kein Bett. Jojo, du weißt doch, Billy ist Besseres gewohnt und in meinem Bus liegen Matratzen, das ist schon grenzwertig für sie, ich glaube. Oh ja, Verzeihung, dass ich den Ansprüchen der hohen Dame nicht gerecht werden kann. Ja, genau. Ja. Marina grinst von einem Ohr zum nächsten und schenkt dem Jojo nochmal ein Tellerchen ein. Danke. Du weißt, was ich möchte. Sie grinst und nickt und isst auch mit. Na, wir müssen uns voll was überlegen, wie wir das jetzt genau machen. Also, so halb steht der Plan ja, aber ich habe heute zum Beispiel nicht mit dem Kerl reden können. Und was wir auch noch brauchen, also was ich noch brauche, ist, oder so generell, wir müssen irgendwie dieses Pflanzending da reinkriegen. Dringend. Und wir müssen das Werkzeug da reinkriegen. Und wir müssen die Drogen da reinkriegen, die ich, by the way, auch noch abholen muss. Also, nein, das macht Lexi. Das steht bei mir da am 30. zwischen 15 und 20 Uhr.
Aber sie hatte irgendwie, bevor klar war, dass Billy irgendwie das ganze Novacoke noch, hat sie noch sowohl das Bliss als auch Novacoke bei ihren Leuten bestellt. Und das holt sie auch. Wenn Ach sie das so. schon bestellt, dann muss sie das auch holen. Sie hat auch Bliss bestellt? Ja, das war zu dem Zeitpunkt, als noch nicht klar war, dass es Ketamin wird, da hat sie vorsorglich direkt Bliss mitbestellt. Da kann Zumindest ich mich da sogar ist, noch damit dran man irgendwas erinnern. hat. Na dann, Genau, wenn ach das so genau, war. und du musst das morgen abholen, ist das Ketamin. Sie nickt, das weiß ich. Okay, ich wollte es dir nur noch mal sagen. Brauch noch mal die Adresse und falls ich da irgendein Codeboard Hä? brauche Nee, oder so brauchst du ein nicht, das ist bei Tüdelkram. Olga. Na, Die Olga kenne Adresse. ich nur aus deiner Wohnung, glaube ich. Olga? Du warst Nein! Lili jeden Tag besuchen bei Olga. Fakt, richtig, Olga, Krankenhaus. Ja, geht los. Mahina nickt. Hä? Wo waren wir stehen geblieben? Bei den Drogen abholen, Ach ja. bei Olga. Genau. Genau, bei Olga, auf jeden Fall. Also, du weißt doch noch, die Olga, die Milz-Olga. Ja, die Milz-Olga, da wo, ja, alles klar, geht los, Mahina nickt. Okay. Ich habe ja schon gesagt, dass du es abholen kommst, gehst. Das sollte dann eigentlich kein Problem sein, denke ich. Ja, alles klar. Also ich wüsste auf jeden Fall nicht, warum es ein Problem sein könnte. Das müsste eigentlich alles gut laufen. So. Genau, wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir den ganzen Scheiß da eigentlich rein? Also die Drogen ist kleineren das Mengen, geringste Problem, genau. aber die anderen Sachen. Also ich brauche sowohl Werkzeug als auch ich krieg da nicht immer. Ach genau, das wollte ich den bösen Esel eigentlich auch noch fragen. Wie sieht denn das da mit Werkzeug aus, wenn sie ohnehin da ist? Könnte sie theoretisch an so kleines Werkzeug rankommen oder muss man ihr das jedes Mal geben? Also wie war das denn bisher irgendwie mit Werkzeug, wenn sie mal wenigstens brauchte, um beispielsweise eine Kamera oder kleinere Elektronik zu reparieren? Es gibt eine Armory, nein, es gibt einen Raum, wo halt ein Haufen Werkzeug drin ist, wo sich jeder bedienen kann und den kriegst, also du kannst ihn nicht legal aufmachen, das Schloss selbst ist ein Witz und jeder Mitarbeiter hat da Zugriff. Gut. Da wäre auch alles drin. Gut. Aber darauf wollen wir uns ja nicht komplett verlassen. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn ich wenigstens ein paar Sachen, die ich grundlegend brauche, irgendwie, damit ich es überhaupt hinkriege. Es muss dann nicht schnell gehen oder irgendwas anderes, aber damit ich es überhaupt hinkriege, wenn ich das wenigstens reinbekommen würde. Auf jeden Fall das, genau. Drogen generell. Jo. Genau dann. Ist er ja frei. Das heißt, das ist vielleicht das geringere Problem, aber der Typ kontrolliert ja trotzdem, besonders vermutlich, wenn wir da an einem Tag sind, an dem eigentlich frei ist. Und dann ist die nächste Frage, wie machen wir das? Also, weil irgendwie habe ich das ja, hast du das ja gesagt, Billy, dass ich das alleine, also dass ich da komplett alleine hoch soll. Ich weiß aber noch nicht, ob die Idee so gut ist. Also, es wäre eigentlich, ich fände es eigentlich cooler, wenn noch irgendjemand mitkommt. Die Frage ist halt, wie wir es anstellen sollen, dass ich da oben auch gebraucht werde, weil was mache ich denn? Ich mache Maske. Du Und machst das Maske, war's. du. Ja, nee, ich kann aber, wenn er tatsächlich, also wenn es klappt, ihn zu überreden, eine Session aufzunehmen, was ja eigentlich der Plan ist, dann bräuchten wir noch jemanden, der vor der Kamera steht. Du meinst hinter der Kamera? Ja, da meine ich ja, hinter der Kamera. Und dann bräuchten wir jemanden, der den Kameramann macht. Und wir können ja durchaus behaupten, dass du hobbymäßig sowas schon mal gemacht hast. Ja, ich Und könnte das. siehst du, und dafür bräuchte man halt noch jemanden. Marina kriegen wir da nicht mehr rein, oder? Ich weiß es nicht. Ja, Also es ist halt sehr fuck. kurzfristig. Morgen ist der 30. Weißt du, und am 1. würde eigentlich nicht gearbeitet. Das heißt, bis morgen werden die sie vermutlich nicht einstellen. Na, vor allem bräuchte ich bis Ja. dahin noch eine Kurzzeitsinn. Das wird, glaube Ja, ich, schwierig. kriege ich vermutlich so schnell nicht. Nee, dann, keine Ahnung, wird Marina unten den Mayhem veranstalten? Na, also ich sag mal, deinen Matrix-Kram kannst du ja auch von oben aus machen, oder? Ja, wenn ich den Sprite unten platziere und sag, ausharren, bis ich dir Signal gebe, dann macht er dort. Oder die Sprites, die kann ich an irgendeiner Stelle kompilieren. Das macht keinen Unterschied, wo ich mich gerade befinde in Ja, diesem Gebäude. das wäre ziemlich cool, wenn das ginge, weil wenn dann nämlich mal irgendwas ist, dann bin ich halt wenigstens nicht komplett alleine, weißt du? Also, ich sag Ja. mal, du hast dann wenigstens noch vielleicht die Möglichkeit, kurzfristig mal irgendwas zu machen mit irgendeinem technischen Gerät oder irgendwas anderes, was ich halt einfach mal nicht kann. Und ich hab nix, wenn da mal irgendwas passiert mit so einem Aztec-Typen oder sowas, hab ich gar nichts. Ich kann ja Ja, nicht ich meine kann. Waffe mitnehmen. Ja, ich habe ja auch keine Waffe dann dabei. Ja, aber du kannst dann halt vielleicht wenigstens irgendwie noch
eine Sprinkleranlage angehen lassen, wobei das würde Feueralarm bedeuten, aber wenn wir sowieso abzischen, wenigstens zur Not, also wenn alles schief geht, nochmal eine Sprinkleranlage angehen lassen oder dem irgendwie einen deiner Sprites ins Comlink schicken oder in die Cyberware schicken oder in die Datenbuchse schicken. Oh Gott, mach das bloß nicht bei mir. Sowas halt. Weißt du? Mhm. Kriegen wir das hin, dass wir wenigstens untereinander eine Verbindung haben? Über Comlinks oder so? Klar. Du klingst nicht begeistert, Billy. Doch, das geht schon. Aber du klingst gerade so komisch. Nö. Ich klinge nicht komisch, ich denke nur gerade drüber nach. Es tut mir leid, ich denke nach manchmal. Okay. Wie ist das eine Schande? Wie kannst du denken? Weiß ich nicht, das passiert manchmal. Der das Ding auf deinen Schultern ist da, um schön auszusehen, aber nicht um zu denken. Aber Jojo, deswegen tut sie das doch auch so selten. Guck dir doch mal ihr Gesicht an, wenn sie denkt, das ist doch nicht schön. Da kriegt sie Falten auf der Stirn. Ja, das ist nicht kleidsam, Nana. Ihr seid das muss man hinterher alles nur wieder mühsam wegspritzen und so. Ach quasi, ich werde gar nicht gespritzt. Gerne. Jojo umarmt Billy. Gib dir einen Ach komm, du weißt doch, dass wir dich lieb haben. Jetzt hört mal auf, wir brauchen da einen Plan. Jetzt hört mal auf, das ist doch. Mach das nochmal. Ja, das wollte ich hören. Oh, das ist so schön. Also, du willst mich da oben dabei haben. Grün, grün. Ist so grün. Ist also grün. Grün. Ja. Nee, das geht mit Grütze nur. Verdammt. Du kannst es so viel besser als ich. Ja, wir brauchen einen Plan. Also ernsthaft, wenn wir am 1. da nicht arbeiten, es steht und fällt alles mit morgen, wie du den Heimwerker King. Kannst du den nicht verführen, Jojo, dass du dem sagst, hey, ich würde gerne ein Porno vor der Kamera drehen oder so irgendwas. Hast du mich jemals in der Situation gesehen, dass ich jemanden verführt hätte? Nein. Siehst du? Wäre doch mal interessant. Ich kann das nicht, Billy. Manchmal muss man einfach nur die Situation kommen. Ich kann das ja auch nicht. Aber hat vielleicht solltest gemerkt. Du das einfach mal probieren. Der guckt dich schon so an, als würde der auf dich stehen. Ich glaube, du hast bei dem noch viel eher eine Chance als ich. Ja, aber wenn der das Überraschungsei auspackt, dann ist aber Polen offen. Ja, du musst ja nicht mit dem Vögeln, aber so ein bisschen andingsen, weißt du, so ein bisschen anfixen. Ja. Deswegen habe ich anfixen gesagt. Keine Ahnung. Ich sag mal, ich glaube, das ist einfacher. Also das wäre eher so möglich. Besonders wenn wir es schaffen. Oh Gott, das ist eben das, was mir eigentlich am meisten Sorgen macht, dass ich ihn dazu überredet kriege, das am 1. zu machen, weiß ich nicht. Also eigentlich ich ja nicht so diejenige bin, die jetzt sich da hinstellt und sagt, ich überrede mal jemanden und mache das vor allen Dingen voll cool und so, weil ich eigentlich die Leute so lange zu Tode nerve, bis sie irgendwann das machen, was ich will. Aber dann kommst du doch auch zum Ziel, das funktioniert doch dann auch. Ja, aber ich glaube nicht bei ihm, weil er einfach in der besseren Situation ist. Aber vielleicht, also ich weiß, dass damit alles steht und fällt. Also ich sag mal, theoretisch, wenn alle Stricke reißen und wenn alles schief geht, dann müssen wir durch die blöde Hintertür. Ich weiß, dass die blöde Kamera da einen Wackelkontakt hat. Das habe ich mir nämlich alles schon angeguckt. Und das Schloss ist zwar schwer, aber es ist machbar. Dann können wir eventuell noch immer noch einbrechen, wenn gar nichts geht, weißt du? Du willst vom 20. Stock vom Dach runterrennen durchs Treppenhaus? Umgekehrt. Ich will von unten einbrechen, 20 Stockwerke hochrennen, den ganzen Scheiß machen und dann wieder 20 Stockwerke runterrennen. Ich habe mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Wie viel Konsti hatte Jojo nochmal? 2. Also sie will sich 20 Stockwerke nach oben schleppen? 20 Stockwerke, Alter. Von jemandem, der mir gesagt hat, er zieht nie wieder über den 1. Stock, weil das zu anstrengend sei. Nur beim Möbel tragen. Ah ja. Außerdem bin ich nicht Jojo. Wow. Okay, es ist ein möglicher Fluchtweg. Ich stimme dir ja dazu. Das ist ja jetzt nicht das Problem, dass ich dir nicht zustimme, dass es eine mögliche Fluchtroute wäre. Aber ich weiß nicht ganz ehrlich, ob das. Bessere Idee? Ich habe mich nicht verstanden. Aber es ist relativ todesmutig. Na, erzähl. Naja, also das mit den Fensterputzern hatten wir ja gesagt, wird schwierig als Wegkommen-Kommando, weil die dieses komische Comlink da ja brauchen. Aber tendenziell, wenn man jetzt ein bisschen Kletterausrüstung mitnimmt, vielleicht könnte man sich abseilen oder so. Ich habe sowas noch nie gemacht, noch nie. 20 Stockwerke runter? Also du kannst das bestimmt, aber wir? Also ich meine, gut, wenn gar nichts geht, klar, als letzten Dingens, aber das muss man halt, also...
verdammt, jetzt denke ich drüber nach. Ich habe mich noch nie irgendwo abgeseilt und wir wissen nicht, wie es da oben auf dem Dach aussieht. Und ich glaube, wir müssen blind aufs Dach. Also wir werden vermutlich auch nicht rauskriegen, wie es da oben aussieht. Das heißt, das stimmt nicht unbedingt. Man kann hochauflösende Bilder aus dem Netz laden, aus der Matrix laden. Das ist nicht das Problem. Okay, das ist schon mal eine Hilfe. Liebster SL, verbessere mich bitte, wenn dem nicht so wäre. Aber ich denke mal, dass es rein theoretisch in 2080 Aufnahmen gibt von jedem Gebäudedach ohne Probleme. Es gibt die Möglichkeit, dass manche sagen, sie möchten diese Sachen nicht in der Matrix haben. Dann ist es schwieriger, die zu finden. Aber von jedem gibt es auf jeden Fall irgendwas, denn es gibt einfach mal Lufttaxis. Und das Gebäude hat nicht so viel Wichtigkeit. Da hast du 1000 Millionen Bilder vom Dach. Gut, also das könnt hier bitteschön übers AR mal den Mädels zugeschoben. Bitteschön, so sieht das aus. Es ist ein Dach. Mit oben so einem kleinen Häuschen, wo das Treppenhaus mündet. Mit so ein paar fetten Sendeantennen drauf und den entsprechenden Kästen, die übrigens Düs beschreiben darf, die kleine Drecksau. Oh. Du hast die Plattformen für die Fensterputzer und ansonsten eine kleine Aussichtsterrasse mit Bar und Spa-Bereich. Wie bitte? Fick dich. Das ging nicht gegen dich, sondern gegen Flummi, Alter. Du hast Drecksau zu mir gesagt. Ach so, ja, natürlich. Ja. Aber habt ihr denn noch nie gesehen, dass Leute einfach auf Dächern gesessen haben? Mann. Doch. Natürlich, aber nicht auf so einem Dach. Nicht von einem Konzern, wo Sendeanlagen stehen. Ganz sicher. Theoretisch auf jedem Dach sitzen. Ja, zeig mir mal ein paar Bilder von Leuten, die auf Hochhausdächern sitzen. Das sind auch noch welche, da gibt es welche. Aber es ist deutlich seltener als von so einem Wohnhaus. Das musst du leider zugeben. Ja, okay, aber so in der Mittagspause bestimmt. Gerade wenn die Sonne scheint und schönes Wetter ist und kein Smog. Nein. Naja, oh, warte. Das, was Jojo da gesehen hat, wo das viele Leute machen, das sind die Horizon People. Die machen das. Siehst du? Ja. Also, ganz kurz noch am Rande, was man vielleicht sich auch überlegen könnte, wäre, dass ich Machina ein AR-Schriebs fake, den sie dann bei den Fensterputzern vorzeigt, dass sie quasi zur Crew gehört. Weißt du denn, wie die Dinger aussehen müssen? Ja, das sind Standardformulare. Das weißt du, du hattest ja irgendwas letztes Mal mit dem Comlink gemacht, aber du hast kein Fälschen, oder? Da hatte man uns kurz drüber ausgelassen, über die Geschichte mit Möglichkeiten. Und ach stimmt, du hast ja die komplexe Form nicht. Richtig, aber generell könnte ich sowas, im Endeffekt hast du mir das ja zugestanden, dass ich sowas... Vielleicht auch nicht. Na, Moment. Wir hatten doch auch letztes Mal irgendwas von wegen, du hattest ja sogar auf dem Comlink vom Bello irgendwie eine Art Hintertür, weil das so billig war. Ich erinnere mich da an was. Das hattest du auf jeden Fall. Ich brauche 2 Marks, um das Comlink auszuschnüffeln. Und du hast gesagt, die 2 Marks bekäme ich mit dem Handumdrehen. Genau, die hast du gehabt, das ist kein Ding. Und die kriegst du auch wieder sehr schnell. Und damit könntest du einen Befehl vortäuschen, um irgendwas zu machen. Ach genau, um die Plattform zu steuern. Das wäre dann halt nur nochmal matrixmäßig Befehl vortäuschen. Da könnte was schief gehen, aber ansonsten, das kannst du, die Plattform steuern. Die Plattform, die vom Dach die Fenster putzt, nach oben runterfährt. Genau, okay. Der nicht ganz bis zum Boden reicht, leider. Genau, 6 Stockwerke von der Plattform bis zum Boden hätten wir zu überbrücken. Siehst du, Mädels, da schreibt jemand mit. Ich schreibe das nicht mit, ich merke mir sowas. Ich wieder sophisticated heute. Da kriegst du bestimmt kein extra Karma dafür. Ich krieg nur Edge zurück, dankeschön. Bin ich auch zufrieden. Naja, was wir vielleicht noch machen können, ist, dass wir immer noch an den Fensterputzer rantreten. Wenn wir ihm Kohle dafür bieten, dann kann er da vielleicht irgendwas platzieren. Möglicherweise, wenn da sowieso nie jemand hochgeht, dann kann der da vielleicht irgendwie wenigstens das Werkzeug oder den Scheiß platzieren. Ja, Marina, denkst du, dass du Bello ansprechen könntest, dass er uns da irgendwelche Harniche hinterlegt, die wir benutzen können, um uns abzuseilen und außerdem halt irgendwelche kleineren Werkzeugteile, die Jojo braucht, mit der Ausrede, hör zu, du willst uns denn da hochbringen, ich verstehe das auch, aber könntest du mir wenigstens sozusagen die Tür dafür öffnen? Gar nicht sowas, mach ihm einfach eine klare Ansage. Ich glaube, also vielleicht läuft das so, also ich hätte es, glaube ich, vielleicht so gemacht. Ich kann das auch selber machen, aber einfach zu ihm hin und sagen, hier, pass mal auf, mein Freund, so und so sieht's aus. Du brauchst bestimmt Kohle für deinen Sohn, um deinem Sohn irgendwie mal was bieten zu können und was auch immer. Du kriegst jetzt Kohle von mir, dafür machst du das und das. Es ist nicht ganz legal. Warum ich das will, musst du nicht wissen.
Du hältst einfach die Klappe und versuchst uns so gut versuchst mich so gut wie möglich irgendwie aus dem ganzen Scheiß rauszuhalten. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann kriegst du jetzt einen Fuffi und dann hat diese Unterhaltung nicht stattgefunden und wenn du mich irgendwie verrätst, dann gibt's Stress. Und ja, irgendwie so halt, weißt du? Einfach mal sagen, hier so und so sieht's aus und dann kann er sich immer noch entscheiden und wenn er nicht will, kriegt er einen Fuffi und verrät einfach nichts, weil ich glaube, wenn man ihm genug Angst macht und weiß, dass man ein Kind hat und weiß, wo er wohnt, dann macht er nichts. Klingt nicht ich verkehrt. Letztendlich muss er ja gar nicht wissen, was er hochbringt. Ich muss ihm ja nur einen Rucksack in die Hand drücken und dann hast du halt in dem Rucksack alles drin, was du brauchst, oder nicht? Zum Beispiel. Also im und auch Prinzip, unsere Knarren. Was können wir ihm denn bieten? Was können wir denn locker machen für den Rucksacktransport nach oben? Pff, was hatten 400. wir denn noch über? 400 haben wir noch ja, über. Ja, ich will erstmal mit 200 anfangen. Das ist für den schon eine Menge Asche, glaube ich. Wenn er sich darauf nicht einlässt, dann halt mal 300 oder 400 versuchen. Aber also ich kann ihn auf jeden Fall versuchen zu erreichen. Ich probiere das, klar, sie nickt. Ansonsten treff dich einfach mit ihm und mach ihm einfach die klare Ansage. Pass mal auf, ich habe jetzt ein Angebot für dich, so und so sieht's aus. Wie gesagt, das und das erwarte ich von dir. Ich bin bereit, dir dafür, was weiß ich, 200 Ocken zu geben. Das ist für dich ja schon eine Menge, also das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber dann kannst du wenigstens deinem Sohn mal was bieten oder legst für deinen Sohn zurück oder wie auch immer. Ich meine, du weißt ja, dass er ein Kind hat und wenn er sich halt nicht drauf einlässt, dann, ja, einfach, er kriegt da halt trotzdem ein bisschen Geld. Irgendwie, das muss er ja vorher nicht wissen. Und dann hat er einfach diese Unterhaltung nicht stattgefunden und er verrät nichts. Und wenn er doch was sagt oder wenn er uns doch verrät, dann kannst du ihm ja einfach sagen, dass er dann ein großes Problem hat. Weil, ne, also viel mehr muss er gar nicht sagen, es reicht ja angedeutet. Der weiß ja, also wenn er weiß, dass du eigentlich viel über ihn weißt, dann reicht das ja. Richtig. Weil dann hat er irgendwie was, womit er arbeiten kann und dann kann er sich immer noch entscheiden. Wenn er nicht will, dann will er halt nicht und wenn er doch will, dann will er halt doch. Mhm. Das klingt auch gut. Dann bekämen Mahina wir nämlich... Sorry, Mahina. Mahina sieht nicht so aus, als wäre ihr das jetzt wirklich doll wohl, der Weg, aber sie nickt tapfer. Was ist denn los? Ich habe da nicht so viel Erfahrung mit. Ich versuche das. Ich hoffe, ich bringe das überzeugend genug rüber. Ich habe ein Angebot, was Sie nicht abschlagen können. Mach's doch einfach so und schon muss er direkt brechen. Na, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Gelegenheit, auf jeden Fall den Kram hochzukriegen, weil dann, oh Gott, es wäre so gut, wenn du das heute noch schaffen würdest, weil dann wüssten wir das nämlich und dann könnten wir nämlich damit arbeiten, dann könnten wir diese Wanze am ersten halt schon hochbringen lassen, weißt du? Ah nee, am ersten arbeitet der nicht, fuck. Doch. Doch? Natürlich. Der okay. ist doch auch Aztec Services und Aztec Nein. kennt keinen ja, stimmt, Tag der Arbeit. Ja, die haben ihre komischen eigenen Religionsfeste da. Naja, stimmt, der ist ja Aztec. Okay, gut, der arbeitet. Das ist sehr gut. Na, dann kann der das halt am ersten hochbringen und vor allen Dingen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann jemand merkt, wenn am ersten sowieso frei ist, ist noch viel geringer. Das ist voll gut. Versuch das mal. Mahina nickt und würde mal ihr Comlink rauskramen. Aber du musst nicht dringend mit ihm treffen, sag das einfach. Ich versuche ihn mal anzurufen. Du meinst also, sein Ding rapappelt? Okay. Was war jetzt nochmal so für eine Uhrzeit? Irgendwas gegen 22, 23? Okay. Er geht nach 5-mal klingeln ran. Hallo, wer bist du denn? Hi, kannst du dich nicht entsinnen? Wir waren zusammen was trinken und Dart spielen und so. Ah, ich habe keinen Namen dazu geschrieben. Ja, alles klar. Weiß ich doch. Hi? Hi, du, ich wollte fragen, ob wir uns heute noch treffen können. Ich hätte da ein Anliegen. Es soll auch nicht zu deinem Schaden sein. Ja, das hast du letztes Mal auch gesagt und das war ja auch nicht zu meinem Schaden, aber ich habe heute keine Zeit. Sag, es ist wichtig und er tut besser an, dieses Angebot anzunehmen. Auch nicht für eine halbe Stunde oder für eine Viertelstunde. Ich treffe dich auch irgendwo auf dem Weg. Naja, ich bin schon zu Hause, aber für eine halbe Viertelstunde kann ich ja jetzt nicht losgehen und ich habe auch keinen Babysitter, also... Dann komme ich kurz bei dir zu Hause vorbei, überhaupt kein Problem. Ich bringe auch Bier mit. Also ich weiß nicht genau, ist das irgendwie so, ist das so eine Anmache? Nein, das würde ich dann darüber abhandeln, dass ich dich frage, ob du ficken willst, aber vielleicht kommen wir dazu später. Nein, komm, ich bräuchte ein bisschen deine Hilfe und also es ist durchaus auch was für dich drin. Hilf mir bitte. Lass mich nur kurz vorbeikommen, ich erkläre dir alles. Okay,
Ja, okay, wann er gibt dir eine Adresse in Nordschaufreno. Spikesturf! Wann kannst du ungefähr da sein? Mahina, dreht mal ihr Comlink, sodass ihr die Adresse seht und macht mal so eine Geste auf die Uhr mit der Geste von, wie lange brauche ich dahin? Jojo überlegt, wie lange braucht sie? Billy rechnet's aus. Billy rechnet's aus. Mit Routenplaner, danke schön. Nee, nicht im Kopf, mit Routenplaner quickly. Ja, der Routenplaner ist bis zum gewissen Grad auch sehr hilfreich. Ja, sie braucht im Verkehr, wenn sie dann dort, wo der Routenplaner nicht mehr so richtig Bescheid weiß, auf Jojos Anweisungen hört und auch Billys, dann braucht sie bestimmt 35 Minuten. Ich denke, in einer Dreiviertelstunde könnte ich es schaffen. Ich muss ja unterwegs noch Bier holen. Ja, okay, dann passt das aber halt echt nicht so lange, weil, ne? Mhm. Alles gut. Irgendeine Lieblingsbiermarke? Pisswasser. Danke, Dös. Ich wollte gerade sagen, na, irgend so ein Pissbrüh halt, ne? Ich guck mal, was ich Schönes für uns finde. Bis gleich. Tschüss. Mahina legt auf, schüttelt den Kopf, guckt in die Runde. Alter Schwede, der hat mir gerade seine private Adresse gegeben. Das heißt, eigentlich hat er keine andere Chance, als uns zu helfen. Sei nicht so nett zu ihm. Mach nicht einen auf junges, süßes Mädchen. Das bringt dann nichts. Mach ihm eine klare Ansage. Er muss einfach wissen, wo er dran ist. Spiel mit den Waffen der Frauen. Nee, eben nicht. Ich glaube, der Kerl muss einfach wissen, dass er gerade irgendwie ein Angebot hat, dass er aber, wenn er irgendwie wirklich Scheiße baut oder irgendwas verrät, dass er dann auch echt Probleme kriegt. Das ist halt wichtig, dass er das weiß. Esel, sehe ich denn, wo der Comlink sich gerade aufhält von ihm? Mach mal bitte Computer und Logik. -3. -3? Naja, Spikes Gebiet, rat mal, wie gut die Matrix-Verbindung ist. Oh, shit, Mann. Computer 3, Logik 4, also nur 4, Mann. Wow. Sei froh, dass du nicht erst noch Mars kriegen musst. Ich hab eine 6 und eine 5, du Arsch. Genau dort, wo er gesagt hat. Das heißt, es ist seine Hausadresse auch. Okay, cool. Ich bestätige. Was erwartet ihr? Es ist ein Fensterputzer. Na, ich hab meine Stealth-Safe-House-Wohnung. Was heißt denn einfach nur, dass ich möchte einfach nur sicher gehen, dass die Daten überlappend sind tatsächlich und dass der ihr keinen Scheiß erzählt, weil ernsthaft, wenn ich. Wie, Paranoia? Das ist doch okay. Richtig. Ich wollte mich nur bei euch lustig machen. Darf ich das nicht mehr, oder was? Nein, irgendwie scheint eine gereizte Stimmung zu herrschen. Nö, fick dich, nicht. Ich bin nicht gereizt! Brüll doch nicht hier! Mann, ihr seid alle männlicher als ich, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Tschüss. Lass uns als Familie grunzen. Okay. Die Daten überlappen sich. Er hat das offensichtlich, war das. So. Okay. Ja, auf, hopp, hacken hinterher, fahr da hin. Ich nehme mir sogar noch einen Teller Borscht jetzt dafür. Mit saurer Sahne? Ja, mit saurer Sahne, Hase. Jojo, knallt dir einen dicken Löffel saure Sahne drauf. Mahina nimmt ihre Rappelkrabbelsachen, nimmt sich auch einen Crabstick mit, auf dem einmal 200 und einmal 100 Nieren sind und macht sich dann mit Wegbeschreibung auf den Weg. Gut, Sekunde. Und Flummi, du hast eine Nachricht von mir. Die ich dir gerade beantwortet habe. Dankeschön. Ich muss nur, nee, muss ich eigentlich nicht. Gut, also du fährst dahin, Brummli, Brummli, Brummli. Du steigst aus, du siehst gegenüber eine kleine Bar. Das ist wohl, steht jedenfalls dran, die Spätschicht. Es scheint auch eine richtig Granatenabsteige zu sein. Da gibt's bestimmt auf Hunter. Moment, die Spätschicht war doch schon mal. Moment, wir hatten die Spätschicht schon mal. Und da gab es keine Fanta. Da gab es Leitungswasser mit. Mit Preise. Kohlensäure. Wisst ihr, was richtig. Das geil ist? Ich kenne den Laden sogar. Aber nicht. Also dort gegenüber ist das. Ansonsten sind so ein paar Typen, die relativ unangenehm aussehen. Und auch so gerade einer wirft eine leere Bierflasche auf die Straße und die johlen und sind wohl sehr männlich, so wie ihr gerade. Noch männlicher sogar. Das heißt, du kriegst so eine kleine Welle Testosteron ab und fühlst dich plötzlich auch so, als hättest du was Gehängemäßiges. Nein, bla. Also die Typen sind sehr unangenehm und... Die Schamlippen wachsen. Die wachsen, sage ich dir. Das ist, nein, jetzt mach richtig hier. Ich muss auch mal zum Punkt kommen. Die Typen sehen unangenehm aus. Punkt. Sie belästigen dich nicht. Punkt. Erstmal. Du kommst zu dem Wohnhaus, was auch relativ abgefuckt ist. Es hat sich sogar noch jemand die Mühe gemacht, damit Graffiti zu arbeiten. Tatsächlich. Auch da deswegen, weil die Matrix nicht so prall ist und AR so nicht hundertprozentig gebräuchlich dort. Die Frage nach Klingeln oder sowas erübrigt sich, denn die ist schon vermutlich sehr lange im Arsch, aber du kannst die
die Eingangstür ist auch nicht wirklich abgeschlossen. Das heißt, du kannst da einfach rein. Ja, dann würde ich das mal tun. Hat er mir gesagt, auf welcher Ebene er wohnt, oder kann ich das irgendwo rauslesen? Nö. Dann würde ich ihn nochmal anrufen. Du hörst das Comlink aus dem Erdgeschoss klingeln. Ja, dann gehe ich mal auf die Tür zu. Ja, er geht zur Tür, nimmt gerade ab, als er aufmacht. Oh, hi. Ich würde dann auch, wenn er die Tür öffnet, ihn begrüßen mit Ring Ring. Ihn angrinsen und das Bier hochhalten. Jo, danke. Wir gehen am besten auf Zehenspitzen. Gleich hier rechts in die Küche, okay? Klar, ich will deinen Süßen ja nicht wecken. Psst. Okay. Wir dürfen übrigens jetzt nicht flüstern, obwohl die beiden bestimmt ein bisschen lauter sprechen wird, weil das mit dem Mikrofon vermutlich nicht klappt. Egal. Er geht also. Mahina wird sehr leise wispern. Genau, und der Typ auch. Er geht dann quasi durch die Stübe und das Kinderzimmer gleichzeitig mit dir, nimmt dir das Bier vorher noch ab. Du siehst ein Kinderbettchen, also schon ein größeres Kinderbettchen halt für Kinder in dem Alter, wo auch dann der kleine Fratz pennt. Er hat noch eine einzelne Spaghetti am Mundwinkel kleben. Auf dem Sofa daneben liegt eine Frau, die ist so, sagen wir mal, 30, Mitte 30, also auch schon doch ein paar Jahre älter als er, die stark schwitzend, auch etwas unangenehm riechend, und mit etwas meine ich dann doch schon relativ unangenehm riechend, dieser alte Leute-Geruch, sehr blass auch, flach atmend, nicht ganz sicher, ob sie schläft, aber ansprechbar wirkt sie jetzt auch nicht unbedingt. Und wie hoch hast du nochmal Medizin? Ich habe meinen Charakterbogen noch gar nicht offen. Nee, auf Stufe 2. Du siehst Vitas Medikamente. Okay. Das ist die Seuche, die ungefähr 25% der Weltbevölkerung in Shadowrun-Zeiten ausgerottet hat. Das ist quasi Moment. Die zweite Pestseuche gewesen. Genau, das ist die richtig fiese Megapest gewesen. Da gibt es jetzt inzwischen Medikamente gegen manche Stränge. Manche sind immer noch unbehandelbar und da kommt die Seuchenschutzbehörde und fackelt den Laden ab, wenn sie davon erfährt. Oh, nice. Manche sind aber halt extrem gefährlich, aber man kann Ansteckung schon eindämmen, und da Medikamente stehen, wird es wohl einer der Stränge sein. Mhm, ansonsten wärst du vermutlich eh schon und alle anderen infiziert. Hooray! Ich nehme das zur Kenntnis. Gut. Ja, er rückt dir dann sogar den Stuhl in der Küche zurecht, damit du dich setzen kannst, aber er schiebt dir nicht ran, denn so viel Manieren hat er nur auch nicht gelernt. Danke, das ist lieb. Hinsetzen, Bier aufmachen, ihm das offene Bier hinstellen, mir ein Bier aufmachen und das trinken. Prost. Prost. Er guckt dich erwartungsvoll an. Ich habe mir Gedanken gemacht. Du hast ja gesagt, du hast auch nicht so viel Geld und so viel Jobs und es ist alles relativ schwierig. Ich kann dir da helfen mit einer Kleinigkeit, mit der du mir helfen könntest. Okay, super. Umzug. Es ist Umzug, oder? Fast. So ähnlich. Eigentlich ist es für dich noch nicht mal der große Act. Und zwar hätte ich eine Bitte an dich. Und eigentlich bezieht sich das nur darauf, dass ich möchte, dass du einen Rucksack auf dem Dach abstellst. Um mehr geht's gar nicht. Okay. Und weiter? Also jetzt, Rucksack. Naja, ich würde dir einen Rucksack bringen und du bist ja jemand, der sehr diskret ist und der sich auch auf sein Wort irgendwie festnageln lassen kann. Und der Plan ist einfach nur, dass du den Rucksack nach oben bringst und oben auf dem Dach abstellst und dann ganz normal deinen Job machst. Um mehr geht's gar nicht. Ist eine Kleinigkeit, sag ich doch. Ja, und auf welchem Dach? Aber springt ein bisschen Geld raus für deine Kleine und deinen Zwerg. Und auf welchem Dach? Ich nenne ihm die Adresse. Dort? Puh, und warum brauchst du da oben einen Rucksack? Der Trick an der Geschichte ist, nicht zu viel zu fragen. Ich bin da auch nur so quer involviert. Es geht nur darum, dass der Rucksack da oben abgestellt wird. Ist auch nichts Schlimmes, alles gut. Ha. Da ist aber nichts Gefährliches drin, oder? Nein. Sehe ich aus, als würde ich mit gefährlichen Dingen hantieren? Du siehst auch nicht aus wie jemanden, der Geld gibt, um Rucksäcke auf Dächern abzuladen. Von daher, okay, 180 Nuyen, dann mache ich das. Pass auf, 200, den Rest von dem Bier, und dafür verrätst du keinem irgendwas. Guckst da nicht rein, sondern nimmst nur den Rucksack, stellst den oben ab, und dafür gibt's ein schönes Geschenk für deine beiden Sweeties hier drüben. Macht mal so eine Kopfbewegung ins Nebenzimmer. Na, 200 dafür und das Bier, dann mache ich das. Aber ich will das sofort haben.
Klar. Sagen wir mal, ich gebe dir, ich habe nicht ganz so viel Geld mit. Ich gebe dir jetzt erstmal die 100 und wenn ich dir den Rucksack gebe, gibt es die zweiten 100, okay? Okay. Du bist echt toll. Ich wusste, dass du mir hilfst. Ich würde ihm einen Kuss auf die Wange hauchen, aber so, dass seine Freundin jetzt nicht völlig freidreht. Naja, also die Küchentür ist zu, die kann das nicht beobachten, aber eher, wenn du so nah rankommst mit seinem Gesicht, da zieht er seinen schon eher weg und würde auch so eine Hand abwehrend halten. Nee, du, lass mal, schon gut. Er umarmt dich. Ja, Mahina würde das erwidern und würde ihm dann tatsächlich den Credstick geben mit den 100 Nuyen drauf. Gut, dass ich extra 2 Credsticks mit Geld mitgenommen habe. Ja, warte mal, kurz überlegen. Ja, er stopft das in seinen Comlink, das aussieht, als wäre eine Atombombe eingeschlagen. Die Zahl ist auch so halb zu lesen tatsächlich. Ja, super. Perfekt, dankeschön. Dann störe ich jetzt auch gar nicht länger. Ich piepse dich kurz an, wann ich dir den Rucksack gebe und den Rest vom Geld. Naja, wenn ich da Zeit habe, dann ist das kein Problem. Ansonsten kannst du das, ich sag, hier drüben, dem Barkeeper in der Spätschicht kann ich Bescheid sagen, der nimmt das an, dann gebe ich dem hier irgendwie, weiß ich nicht, 20 Yen und dann kann ich das von dort abholen, da kannst du immer kommen, wenn du willst. Oti, was, der hat mir jetzt was von Novakok erzählt? Was? Nein. Hä? Dann kannst du immer kommen, wenn du willst, hat er gesagt. Ach so, ja, okay, alles klar. Mahina nickt, schreibt sich das auch nochmal auf. Sag ihm noch, wann das sein soll. Im Prinzip, OT geht darum, dass es das morgen machen soll, ne? Ne, übermorgen. Am 1. Ja, das ist übermorgen, oder nicht? Hm? Ja, dann würde ich ihm das nochmal zum Abschied sagen. Geht um übermorgen, aber da musst du ja leider eh arbeiten, ne? Oh, wie böse wäre das jetzt, wenn ich sagen würde, nee, da habe ich ausnahmsweise mal frei. Aber er nickt nur. Ihm auf den Rücken klopfen. Danke, eine gute Nacht dir noch. Dir auch? Alles klar, mach mal so. Ach so, dann der zweite Credstick, wenn du den abgibst, dann ist der quasi mit im Rucksack und ich nehme den bloß raus, so in der Vordertasche, dass ich da sonst nicht irgendwo reingucken muss. Das ist ein guter Deal. Ich packe dir den im Rucksack rechts außen an der Seitentasche deinen Special Credstick rein. Das Bier lasse ich dir hier. Perfekt. Was würde ich nur ohne dich tun? Dankeschön. Mahina, ich halte ihm nochmal das ganze Gesicht an. Aber wenn der Credstick da nicht drin ist, dann lasse ich den Rucksack einfach stehen in der Spätschicht, ne? Ja, das kriegen wir schon hin. Nee, ich sag das nur, also halt so wie es alles abgesprochen ist, ist cool, aber wenn das halt, alles klar. Da du das nicht ohne Bezahlung machst, ist mir auch klar. Außerdem sollen deine beiden hier auch was von haben. Ja, das ist wahr. Alles und klar, was deine Freundin betrifft. Mahina überlegt kurz, hadert mit sich selbst, schüttelt dann so ein bisschen den Kopf. Ich wünsche ihr gute Besserung. Er nickt schweigend und geleitet dich wortlos zur Tür. Hält sie auch für dich auf. Ich folge wohl. Ja, verabschiede mich dann auch nochmal nett und höflich und freundlich und verschwinde dann. Gut. Weil ich in meinem Bus sitze, kommt an ein SOS, sammeln, ordnen, sprechen. Und nochmal, sobald ich im Bus sitze, kommt an euch ein Anruf. Eure Dinger rapappeln. Hula! Du rufst an und sagst nix? Ja, ich Hallo? Bin etwas... Hallo? Bin etwas überrascht. Hallo? Hallo! Ah, da ist ja jemand. Ach, Hallo? Kackverbindung hier. Verdammte Axt. Ich habe die ganze Zeit schon was gesagt. Keiner hört mich hier. Das sind die Spikes. Scheißverbindung. Richtig. Ja, das scheint geklappt zu haben. Strike! Eine Sorge. Das ist cool. Dann weiß ich, dass du morgen noch was kaufen gehen musst. Nämlich was in den Rucksack rein muss. Ich gehe gerne shoppen, klar. Okay. Das ist aber eine Menge. Hab im Regelwerk nachgeguckt, aber da ist halt wirklich alles dabei. Aber so aber viel, alles brauchen wir gar nicht. Natürlich braucht ihr alles. Guck dir mal an, was ich gerade ins TS gepostet hab. Sowas. Du das siehst hab ich, diesen... genau das ist das. Gut, da hast du aber auch eine Field, also das ist halt so eine Art Paket. Da hast du auch quasi mehrere Sachen für mehrere Klettermöglichkeiten, um da was zu befestigen. Riesensaugnäpfe und so ein Scheiß, damit gibt's auch welche, an Bergen... Gibt's auch welche, die man wieder ablösen kann? Ja, natürlich. Die Riesensaugnäpfe sind ja Wi-Fi gesteuert und dann... Gut, alles klar, dann finde ich es doch gut. Dann kann man es nämlich wiederverwenden, muss es nicht da lassen. Natürlich ist das alles wiederverwendbar. Gut. Es geht mir nur um das Teil, was du jetzt siehst, was er in der linken Hand quasi hat. Diesen Hebel, den man ziehen und drücken kann. Ist keine dabei. Ahnung.
Gut, darum geht's mir, weil das vereinfacht nämlich die ganze Sache ungemein. Es vereinfacht die ganze Sache ungemein, aber für jemanden, der das noch nie gemacht hat, ist es trotzdem nicht ohne, ich sag das nur. Und ihr habt auch deutlich mehr übrigens Seil drin, als ihr braucht. Also das, ich meine, für 200 kriegst du da halt echt schon ein Komplettpaket. Passt. Vielleicht kann man das Seil noch ein bisschen kürzen. Naja, ihr kriegt mehrere Seile unterschiedlicher Länge. Ah, cool. Wer weiß, vielleicht brauchen wir es ja irgendwann mal. Jeder braucht immer ein Seil bei irgendwas, ne? Das hab ich schon gemerkt. Kommt ins Auto. Du musst immer ein Seil mitnehmen. Ein Handtuch, es war ein Handtuch. Ja, ich aber nur bei... auch ein Seil. Bei einem Handtuch war es bei Dings durch die Galaxis. Der durch die Galaxis, genau. Und bei der blutige Pfad Gottes war es ein Seil. Okay. Und der blutige Pfad Gottes ist der bessere Film. Yep. Ja, Gott, mein Gott, aber nicht das bessere Buch. Das gibt's dazu ein Buch? Aber der bessere Film. Nö. Deswegen gar nochmal ein Grund. Aber egal, okay, weiter im Text. Climbing Gear zu bestellen ist übrigens übelst easy, kann überall hingeliefert werden, bla, ne? Also das könnt ihr damit als abgehakt Overnight. Betrachten. Okay, danke schön. Also wenn ihr euch das Geld abzieht. Ja, ich schreibe mir das Geld runter. Mahina fährt zurück. Wir haben ja sogar noch Geld über jetzt, ne? 200 hat sie gezahlt, da haben wir noch 200 über. Also ja. Ein Climbing Gear ist in den Spesen enthalten. Ich schreibe mir die 200 Mühen ab. Gut, ja, das können wir ja hinterher... Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Dann können wir hinterher gucken, was jetzt überhaupt irgendwie so plus minus überbleibt. Ich streich sie mal auch einfach ab. Hallo? Hallo? Ja, also wir legen die ganz kurz, wir legen die Kniften da rein, oder? Also, weiß nicht, Jojo, möchtest du deine Knarre da reinlegen? Ich würde nämlich meine Hammerli dann einpacken. Mein Baby. Nicht, dass dem da oben was passiert. Ja, die kleine Pistole. Gut. Und ein Wechselmagazin und mit Gel-Munition vielleicht. Ja. Will da ja kein Blutbad veranstalten. Obwohl das, glaube ich, eh alles nicht viel nützen wird, wenn der Typ wirklich was will, dann kommen wir ohnehin nicht durch seine scheiß Panzerung durch. Ja. Der sieht aus wie ein Schlachtschiff. Gut. Gut, genau. Dann muss die Wanze da rein, dann muss der Kletterscheiß da rein, dann muss ich ein bisschen Werkzeug zusammensuchen, sie wuselt durch die Gegend. Das muss da rein, dann muss ich noch irgendwie gucken, dass ich zumindest einen Schraubenzieher oder sowas oder einen Schraubenzieher und noch irgendwas anderes mit reingeschmuggelt kriege, weil ich zumindest vielleicht ein Schloss knacken muss, je nachdem, wie das da oben aussieht, weißt du? Und da muss ich wenigstens hochkommen, weil irgendwie müssen wir ja auch aufs Dach kommen, ohne dass wir gesehen werden. Leg doch einen Leatherman da rein. Die was Dach mir. Du musst mit dem Heimwerker King reden, dass wir da sowieso drin sind und aufs Dach dann hochkommen. Na, das war ja der Plan. Okay. Ich habe ja eigentlich den Plan, pass auf, dass wir irgendwie, ne, da die ganze Zeit arbeiten und bla und tüdelülülü. Und irgendwann brauchen wir aber auch mal Pause, weißt du? Und das kann sich ja halt auch ein bisschen ziehen irgendwie. Vielleicht auch bis später in die Nacht ziehen. Vielleicht, keine Ahnung. Und naja, dann werden wir ja irgendwann alle müde. So, das heißt. Wir können dem Typen irgendwas, also wir haben halt irgendwas mitgenommen, weil es ist halt alles anstrengend und wir müssen halt irgendwie durchhalten und bla und oh ja, geil hier und bla, ne, ist ja frei eigentlich und ein bisschen Party muss bei der ganzen Sache auch sein, man braucht ja ein bisschen Spaß, dann hole ich Luft und ist gut, wenn man Luft holt, es soll lebensverlängernd sein. Ja. Behalt das bei, Hilde. Ähnlich wie Essen oder Sport. Ich möchte gerade beginnen mit Wehen singen. ein Gebetshocker. Singe ein O. Hilde, lass uns ein O singen. Ach, also, sie hat Luft geholt, mehrmals. Ja, sie hat Luft geholt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, und die Pause, ne, die kann man ja theoretisch auf dem Dach machen. Also entweder macht man sie auf dem Dach oder wenn der Typ irgendwie überhaupt nicht irgendwie umzustimmen ist, mal aufs Dach zu gehen, weil das könnten wir alle zusammen machen, weil gerade wenn er vielleicht ein bisschen auf dich steht, bla 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 bla. Auf mich? Ja, ja. Ach so. Ich meine, du behauptest einfach okay, okay. romantische Ader zu haben oder sowas in der Art. Oder vielleicht hast du sie ja, das weiß ich gar nicht. Ja, irgendwie hast du sie schon und bist schon manchmal echt verkitscht. Jetzt bin ich also verkitscht auf einmal. Ja, dafür habe ich dich aber gern. Okay. Genau, und dann kann man ja mal aufs Dach gehen, weil das ist ja so schön da oben, weißt du, bla. Sternenhimmel. Naja, stimmt, so, wo weiß ich den hier überhaupt? Ich habe ehrlich gesagt noch fast nie, ja doch, manchmal habe ich drauf geachtet, aber eigentlich sieht man das hier sowieso nie. Weil es viel zu hell ist. Aber so ein, zwei Sterne. Vielleicht mal ein bisschen Mond, Schatten. Mond sieht man vielleicht. Auf jeden Fall könnten wir da Glück haben. Und dann wäre das voll gut, weil dann könnten wir nämlich aufs Dach.
Oder aber, wenn er sich partout weigert, aufs Dach zu gehen, können wir ihm immer noch gucken, dass wir uns den ganzen Scheiß irgendwie unten reinziehen und, oh Gott, ich muss dringend denken, mir dran denken, mir was mitzunehmen, damit ich wach bleibe. Wir haben immer noch Speed, mein Häschen. Ja, das wollte ich mir mit. Dann kann er sich das von mir aus auch unten reinziehen und dann müssen wir ihn halt unten irgendwo platzieren, wo er halt seinen Spaß haben kann. Oh Gott, ich muss das Zeug noch abholen, das muss ich am besten heute machen. Was für Zeug? Das Bliss und das Novacook. Was, warum brauchst du noch Novacook? Ich hab doch Novacook. Weil ich schon bestellt habe, weil ich nicht wusste, ob du drankommst oder nicht. Und da habe ich schon bestellt und jetzt will ich es aber auch abholen, weil es ist scheiße, wenn die dann plötzlich drauf sitzen bleiben. Flummi, um eine Sache mal zu vereinfachen, du kannst auch anrufen und sagen, ich hole das in einer Woche ab. Ja, aber vielleicht geht ja irgendwas schief. Du oder meinst, dass Ketamin auf magische Weise Billys Koks plötzlich weg ist? Aber dass mit dem Ketamin irgendwas schief geht und dann brauchst du wenigstens das Bliss, damit sie irgendwas haben. Okay. Darum dann ist es okay, dann holst du es ab. Genau, müssen wir jetzt noch irgendwas bequatschen? Also, weiß ich du nicht, musst, habt ihr noch was? Du eine musst Idee jetzt. Oder irgendwas anderes? Du musst jetzt definitiv den Heimwerker King klar machen, dass wir mit dem aufs Dach kommen. Ja, ich weiß nur noch nicht genau, wie ich das machen soll. Dann unterhalte ich mal mit Machina vielleicht, die kennt sich doch mit Leuten gut aus. Machina, wie kriege ich denn klar gemacht, Mensch? Also, außer dass ich vorhabe, mit dem über meinen irgendwie ihn so auf so ein Thema mit unerfüllten Träumen. Unerfüllte Träume sind ein ganz tolles Thema. Also, er steht und, ja auf so Miniaturen-Scheiß, das habe ich ja richtig verstanden. Ja, also, der Plan war eigentlich jetzt, dass ich ihm irgendwie eine Geschichte von meinem Großvater erzähle, bla 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 bla. Weißt du, mein Großvater hat nämlich viel mit Metall, mit diesem ganzen Metallkram gemacht, weißt du. Meine Großmutter hat ihn aber nicht gelassen. Es war halt immer sein großer Traum irgendwie. Ich meine, er hatte zwar einen Job, aber er hat ihn halt voll angeödet und das war eigentlich immer sein Ausgleich. So, meine Großmutter war aber diejenige, die irgendwie voll der Drachen war und die war echt scheiße und keine Ahnung. Und die hat ihn halt irgendwie nie gelassen und irgendwann war er halt voll verbittert und ich habe das halt wie damals als Kind voll gerne mit ihm zusammen gemacht, bis das dann halt irgendwann alles nicht mehr lief und bla und weil irgendwie das kostete ja alles Geld und er soll das Geld gefälligst nicht so ausgeben und man brauchte das ja für andere Sachen und überhaupt und bla und keine Ahnung was, obwohl es halt eigentlich sein großer Traum war und so weiter und so fort. Also es wäre jetzt mein Plan gewesen. Okay, pass auf. Wichtig ist, dass du ihn lieber, also während du ihm das erzählst, dass du ihn beobachtest, damit du siehst, wie er das Ganze aufnimmt. Und vielleicht solltest du gar nicht so viel erzählen. Ich meine, je ausgefeilter so eine Story ist, desto besser. Aber wenn du es schaffst, ihm zwei Impulse zu geben und er fängt an zu erzählen, dann brauchst du ja im Grunde genommen nur zuhören und drauf einstimmen, dann, also Leute, die echt begeistert von irgendwas sind, kommen dann gerne auch ins Grabbel und dann kriegst du die einfacher, als wenn du die so rum versuchst zu überzeugen. Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Also wenn man den einmal anstößt, dann labert er auch eine ganze Menge, besonders wenn er gerade einen Schuss genommen hat. Ich muss halt irgendwie gucken, dass ich ihn erwische, wenn er gerade gesneeft hat, weil dann ist er echt nochmal eine ganze Ecke. mach's doch so, wie ich dir gesagt habe. Biet dem einfach mal ein gutes Näschen von dem ungedingsten Koks von Boris an und wenn er dann angefixt ist, dann unterhältst du dich mal mit ihm. Sag's ihm halt wirklich, wie ich dir gesagt habe, dass das Zeug, was er sneeft, scheiße ist und dass du eventuell was Besseres für ihn hast. Dann gehst du mit ihm mal schön irgendwo in eine Ecke, wo er Ruhe habt und dann... Ja, aber dann wirklich so zwielichtig, dingsig, bla, ich weiß nicht, das bist kommt so komisch. Du bist ja, ich Knast. Weiß, ich bin eine Mörderin, aber... Was glaubst du? Du musst ja auch ein bisschen zwielichtig sein, wenn du da einfach so hinten rum ankommst und so mädchenhaft dann rumsissiest, dann denkt er sich doch auch was mit der. Hallo, wann hätte ich denn mein mädchenhaft rumgesissiert? Momentan machst du dir gerade Pipi ins Höschen, Mädchen. Weil ich sowas noch nie gemacht hab, verdammt nochmal. Ja, dann wird's Zeit! Das hast ausgerechnet du mir? Ja, ich muss ja nicht da hoch mit dem. White Russians, jetzt mit. Auch mit Sand in der Vagina. Nicht mehr als sonst, Monster. Egal, also, irgendwie kriegen wir das schon hin. Biet dem einfach mal da ein bisschen Cookie an. Ja, mache ich dann, wenn das irgendwie, keine Ahnung, ich werde erst mal gucken, ob ich überhaupt mit dem labern kann. Und wenn das nicht geht, dann muss ich mir halt was Neues ausdenken. Dann habe ich ja immer noch Variante Schimpf auf den Konzern, weil er einen nicht das machen lässt, was er will. Oder biet ihm Koks an. Ja, Party. Biet ihm Koks an. Spaß. Oder verhöcker ihm Billy, eine Nacht mit Billy auf dem, während du den Movie aufnimmst oder so irgendwas. Willst du das wirklich? Ja, warum nicht? Willst du das wirklich? Der hätte die Überraschung. Das ist richtig. Der Esel ist gerade. Esel ist weg. Auf Kacken.
Das gefällt mir. Alles klar. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie muss ich das offensichtlich hinkriegen. Ah, Mama, wieder was Neues. Ich habe sowas wirklich noch nie gemacht. Das ist total lustig. Ich habe auch noch nie irgendwie so ein großes Ding durchgezogen. Tja. Wir sind bei den Bullen eingebrochen. Ich finde das jetzt aber ehrlich gesagt einfacher. Findest du? Als bei den Bullen rein zu müssen. Ja, hallo, wir haben uns wieder Polizei angelegt. Jetzt nur mit einem dummen Nachrichtensender. Ja, mein dummer Nachrichtensender hat leider auch eine ganze Menge Möglichkeiten, wie er dich echt ficken kann. Ach, und die Bullen nicht. Doch, verdammt, die Bullen auch. Ich weiß auch nicht, warum ich das Gefühl habe, dass das jetzt anders ist. Ich glaube, weil es jetzt irgendwie das Ding ist, dass es nicht zwingend notwendig ist, weißt du? Also ich muss das jetzt hier nicht machen, weil irgendwie mein Arsch sonst in Flammen steht. Das war bei den Bullen der Fall. Also da war es deiner, aber okay. Meiner ja auch irgendwie. Da war Ihr seid bei den Bullen eingebrochen? Mahina guckt ernsthaft verstört. Na, nicht direkt. Also ja schon, aber ja. Ihre Augen werden größer. Sind wir. Ach, du hast dir das noch nicht erzählt? Nö. Okay. Ich weiß nicht, hat sich so die Situation noch nicht ergeben. Also wir sind mal bei den Bullen wegen einem Vorfall eingebrochen, aber da brauche ich nicht groß drauf rumreiten, oder? Das war nur das Verwaltungsoffice. Das war jetzt nicht irgendwie eine Hauptzentrale, die Asservatenkammer oder so irgendwas rein, sondern, keine Ahnung, war nicht so großartig, aber ich fand es jetzt immer noch prickelnder als jetzt das hier, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht so sicher, weil ich aber einfach irgendwie bei den Bullen, glaube ich, eher das Gefühl hatte, ich weiß, was alles schief gehen kann. Und jetzt habe ich nur eine grobe Ahnung von dem, was alles schief gehen kann. Ah ja, dass Gunfist reinkommt, das dachtest du dir auch schon, oder was? Na, das wussten wir doch vorher. Dass er, ja, haha. Aber dass er unten den Feueralarm auslöst, beziehungsweise ja, okay, die Alte das Brain wegballert und dann hinterher wir die Arschgeficken sind, dass wir dann diejenigen, die sind, die dafür verantwortlich gemacht wurden, dass der Typ vom Dach geschossen wurde von der Drohne und dass die Alte das Gesicht weggefetzt bekommen hat von Gunfist. Hä? Du solltest aufhören, deine Cousine wird ziemlich weiß im Gesicht. Die sagt auch mittlerweile nichts mehr, sondern nagt nur noch auf ihrer Unterlippe und guckt verschreckt. Entschuldigung, Marina. Es hört sich alles schlimmer an, als es war. Ich meine, ich habe auch gebrochen, aber wir waren dann auch in der Woche im Safehouse und ich musste mir das Klo mit einem Ork teilen, aber... Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Ich musste mir das Klo mit einem Ork teilen. Ja, ich musste mir das Klo mit einem Ork teilen. Und? Und ich hatte keine Dusche für eine Woche. Und? Halt die Backen jetzt. Ja, wenn du mal eine Nacht in meiner Wohnung übernachten sollst, machst du so einen Aufstand. Mahina schüttelt den Kopf. Das waren auch andere Gegebenheiten. Ja, gut. Stimmt. Ich wollte dich medizinisch pflegen, weil deine Milz gerade rausgenommen war und du irgendwie keinen fähigen Ersatz hattest, der auf dich aufpasst. Jetzt hack ich auf meine armen Milz rum. Deiner Milzi. Milzi, Pilzi. Pilzi, ja, das trifft gut. Gut, also dann Jojo, mach jetzt mal Hack in den Teer, schlaf dich mal aus eine Runde und dann geh mal morgen zu dem... Nee, ich fahr jetzt erstmal den Scheiß abholen. Okay. Oder morgen, weiß ich noch nicht. Wo schlafen wir heute Nacht? Jojo, schreib mal eine Nachricht, ob sie heute oder morgen kommen soll. Mein Bett, mein Sofa, mein Bus, suchst du dir aus? Können alle hier pennen? Ja, pennen Jojo wir bei Jojo. Entschuldigung. Sorry. Jojo soll morgen kommen und das müssen wir euch auch spielen, ne? Nö, bei wem muss sie das denn abholen? Na, hier, bei Diego und der hat schon wieder Strafdienst. Pff, wo? Das ist die Frage. Na, hier, Ecke, Pimmelallee, Vaginalstraße. Nee, ich wollte nur wissen, ob er Strafdienst Dielen hat oder Strafdienst Kellnern oder was er jetzt schon wieder ausgefressen hat, dass er schon wieder Strafdienst hat. Also das letzte Mal war Kellnern kein Strafdienst, das war vielleicht doch, aber es war auf jeden Fall diesmal Strafdienst Dielen. Und was er ausgefressen hat, darüber hüllt sich ein Mantel des Schweigens. Sie versucht es rauszufinden. Das wird dir nicht gelingen. Mist. Warum gut. Nicht? Weil du dir keine Lust hast, weil du keine Lust hast, dir etwas auszudenken. Warum sollten sie dir das erzählen? Es ist ein Strafdienst. Also hat er etwas gemacht, auf das er nicht stolz sein kann. Von daher, warum sollte er es dir erzählen? Weil es vielleicht witzig war? Weil er sich drüber aufregt? Weil er der Meinung ist, unschuldig zu sein und eigentlich gar diesen Strafdienst nicht verdient zu haben? Nee. Hat der Meister gerade mäh gemacht? Nein, es war ein Der Meister hat einfach keine Lust, sich was auszudenken, aber das ist okay. Gut. Bring mich nicht dazu, mir was auszudenken jetzt. Warum? Er hat die Tochter des Gangbosses geschwängert. Oh, der hat keine Tochter. Ärgerlich.
Das ist aber das, was ihr schreibt. Ich habe die Tochter von Alex geschwängert. Sie schreibt zurück, davon wüsste ich. Oh, stimmt, da war ja was. Damn it! Nicht die Ziehtochter, die genetische, die richtige Tochter. Sie schreibt zurück, davon wüsste ich. Das glaube ich kaum, die hast du noch nie kennengelernt. Und jetzt ist ja auch Ende, Düs will schon die ganze Zeit weitermachen. Richtig. Und ich will mir nichts ausdenken jetzt, ja. Scheiße, gut. Doch. Gut. Ach, ich soll ja nicht mehr sechseln, ne? Also ich doch, möchte... du darfst das. Achso, ich darf noch sechseln? Nein, 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 Veto, bitte nicht, bitte nicht. Was hast du denn Veto, also? Mach mal Blub. Mach mal... Mach nochmal Blub. Blub. Mach nochmal Blub. Blub. Lass uns einfach mal die folgenden 20 Minuten mit Blub füllen. Na, gib Marina einen... Brummli, 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 gib Marina einen Triff und schalte die Lavalampe an. Brummli, brummli, hallo. Hä? Was ist denn los? Ich weiß nichts, es nicht. Ich wollte so nur mal, dass sie mit Tante Sprotte... Gut. Mal wieder irgendwie, ne? Mhm. Ich wollte nur auf einem Nord... wollte nur irgendwie auf was rumreiten. Egal. Also, reite mal. Dass Billy heute Nacht in deinem Bett schläft. Ja. Ich dachte, wir schlafen alle bei Jojo. Passen auch zu dritt in das Bett, es ist breit. Shadowrun Pyjama Party. Mhm. Ernsthaft? Esst ihr auch so viel Keksteig, bis euch schlecht wird, roh? Oder nein, Marshmallows. Ah, okay. Ihr wisst ja, Billy schläft nackt, ne? Das ist Jojo egal, sie schläft. Nicht, wenn dir was ins Kreuz drückt in der Mitte in der Nacht. Das ist bei Jojo leider nicht in der Mitte. Okay, gut. Das ist bei Jojo werden ungefähr die Füße sein, da wird sowas kommen wie, warum kitzelst du mich an den Füßen? Das ist unfair. Darf ich das jetzt so sagen, was mir gerade durch den Kopf geht? Ja, bitte. Ja, bitte. Wie macht man bei Jojo einen Tittenfick? Man tritt den Brustkorb ein. Man zieht sich hin. Den nein. Kennt man aber, das. Ja, kennt man den? Echt? Ja. Hast du ihn auch schon? Okay, dann aber ich dachte, der wäre so alt gewesen, dass man den nicht mehr kennen würde. Aber der ist ja auch eigentlich nicht auf Jojo gemünzt, aber danke. Wieso? Nee, es ist alles easy. Mahina liegt außen an der Wand sozusagen und kuschelt sich da in die Decke. Bei Jojo gibt's keine Wand. Da gibt's so Ketchup-Reste. Und Senf. Und Senfreste. Und Mayo. Und keine Eier. Das stimmt. Wir schlafen. Ja. Nein, guten Morgen, Sonnenschein. Ja, genau. So, jetzt weiß ich, warum ich hier nicht schlafen wollte. Ihr müsst so früh aufstehen. Oh, Mahina streckt sich. Ich muss die Jojo nur mich schminken. Mach mich schön, Billy. Das geht nicht schön. Mehr. Die Zeit ist rum. Was? Ich krieg einen Knuff in die Rippen. Au, meine Milz! Wieder! Sie kriegt noch einen Knopf in die Rippen. Jetzt hör auf! Sie kriegt noch einen Knopf! Okay, nein! Geh jetzt weg! Deine Milz war auf der anderen Seite, merkt ihr das doch mal! Nein, sie hat an der richtigen Seite drauf gedonnert. Ja, aber. Rippen? Ich dachte vorne so Rippen. Wo habt ihr eure Milzen eigentlich versteckt? Ja, an verschiedenen Stellen. Du hast ja gesagt, ich bin 11, ich habe 10.000 Milzen, hast du gesagt. Stimmt, da war was. Da sind bestimmt auch welche unter den Fußsohlen oder so. In der Grind. Jetzt wissen wir, warum die Brüste plötzlich so natürlich gewachsen sind. Das sind die Ausgleichsmilzen. Richtig. Und im linken Hodensäckchen habe ich auch noch eine versteckt. Gut. Du bringst es nur gut. Auf ein Säckchen? Was ist denn bei dir los? Die Hoden sind unterschiedlich groß bei Billy. Richtig. Sind sie das bei dir nicht? Nein, bei mir sind sie nicht unterschiedlich groß. Gut. Ja, wunderbar. Dann jetzt mal hopp ab zum Burger King. Merkt man daran eigentlich, ob jemand Rechts- oder Linkshänder ist? Nee. Aber schöner Gedankengang. Den muss ich mal loben. Es ist nur, wenn du Links- oder Rechtsträger bist, wenn du und dann kann man das, aber das ist was anderes. So, mit Bildungsanspruch, ne? Habt ihr jetzt auch alle gelernt, bitte, lieber Zuhörer, Links- oder Rechtsträger, Hoden unterschiedlich groß, ergibt nicht so viel Sinn. Ich habe übrigens immer noch keine Bewerbungen bekommen. Du kriegst auch keine mehr. Tut mir leid, aber. Die hast du alle abgefangen. Gib's zu. Nee, die E-Mails krieg ja alle ich über YouTube. Hä, wieso? Ich dachte, die Besetzungscouch steht bei unserer SL. Bei unserer SL. Ja, ich habe das ja auch verstanden. Das ist besonders schön. Können wir jetzt bitte zum Heimwerkerknoten gehen? Die Zuhörer sind auch schon, meine Fresse, für 15 Minuten reden die jetzt über Schwachsinn. Wir hatten 2 Stunden Hodendrogen, also bleibt mal auf dem Teppich.
Ah, schön. Ich fand das witzig. Ich auch. Du warst auch witzig. Aber Jojo, Edgewurf. Aber jetzt Granate. Bitte. Keine Entschuldigung hinterher. Ja, nö. Ich hab keinen Erfolg. Gut. Überlegen. Das ist kein Patzer, aber es ist auch kein Erfolg. Soll ich mal einen Edgewurf machen? Ja, mach mal einen. Okay. Das ist echt gut. Also, warte mal, 3 Würfel. Und ich hab 5, 4, 4. Ha! Einen. Kurz überlegen. Du bist ja auch die Künstlerin und nicht nur... Alles klar. Also, Jojo, du kriegst den bis... Wann fangt ihr nochmal an? Um 10, ja, ne? Nee, um 8 oder sowas. Um 8 fangen wir an. Gut. Bis um 11 noch... Also sehr viel Arbeit, aber nichts mit dem Heimwerker-King gegen 9 derweil bei Billy. Also die trifft Moment, 9 Uhr abends oder 9 Uhr morgens? Früh. Ah, no, okay. Hi! Ja, hier, hallo. Ich sollte bei Ihnen vorbeikommen. Und ich hab's überhaupt noch nicht gesehen. Wer sind Sie überhaupt? Musst du in die Maske? Nee, muss ich nicht. Warum musst du dann bei mir vorbeikommen? Ja, ich brauche irgendwie 2 Leute... Die nochmal mitkommen jetzt. Keine großen Fragen jetzt hier. Was? 2 Leute? Warte mal. Ich und? Ja, den anderen suche ich mir halt irgendwann später. Oder du suchst den. Aber komm mal mit. Ey, frag doch mal gleich die Lada auch, oder? Die Bolschakow. Wer das denn schon wieder? Was sind denn hier für Leute überall? Na, die Kleine, die du mit der Kamera vorne dran standst, Mensch. Ah, die? Die Bolschakow. Ich meine, hallo. Ja, guckt euch mal, was macht die gerade. Keine Ahnung, die wurde. Nee, irgendwelche Elektroniker persönlich braucht die jetzt. Also, ja, ich zieh gleich mal ab. Jojo, du bekommst eine Nachricht, dass du dich umgehend woanders zu melden hast, und zwar beim Empfang. Jojo, geh zum Empfang. Der Typ, bei dem du gerade gearbeitet hast, das ist so ein 3D-Animateur, der ist darüber auch hoch erfreut. Sie schaut ihn entschuldigend an. Das ist aber sehr nett. Wir haben nämlich ein Herz für Animateure. Ja, ihr kommt beide dann mit ihm im Eingangsbereich an. So, ihr jetzt, also, ihr beide hört den ganzen Tag mir das verstanden, wenn irgendein dreckiger kleiner anderer Wichser ankommt oder irgendeine dämliche Muschi, dann sagt ihr, nee, ihr seid beim Heimwerker King. Und ich bin der King, also habe ich auch sagen, also ist das schon mal klar. Wunderbar, ja, wunderbar. Und jetzt schnappt euch bitte beide. Außer Werkzeugraum. Ja? Da schnappt ihr euch jetzt Spachtel. Dann so einen Hammer. Einen großen Hammer. Ihr habt Mädchenhammer, ist mir egal. Einen Hammer. Was brauche ich noch? Alles, was viel groß kaputt machen kann. Ich muss die ganze Bartscheiße. Ja, Vorschlag ist schon übertrieben. Aber ich muss die ganze Bartscheiße abkratzen und das kommt alles in Müll. Und dementsprechend rüstet euch aus. Ihr werdet euch den ganzen Tag schön schuften. Oh je. Yay! Das ist sehr nett, aber auch wenig glaubwürdig gewesen. Jetzt los, in 5 Minuten will ich euch oben sehen. Ja. Okay. Ah, ich mach die Werkzeugkammer. Jojo zieht. Nimm Billy an der Hand und zieht sie mit. Muss ich jetzt so einen dummen Blaumann anziehen? Nö. Oh gut. Spachtel und Hammer. Ja, sie nimmt sich eine Spachtel und einen kleineren Hammer, den sie heben kann. Jojo nimmt sich einen richtigen... Jojo nimmt sich einen richtigen Hammer und Wie war das nochmal mit ne? Es gibt übrigens auch eine Monofilament-Kettensäge. Oh, sexy. Das ist für dich. Die nimmt Jojo auch mit. Okay. Kann sie damit überhaupt was anfangen? Also, wenn du Fliesen zum Beispiel aus einem Bad kratzen musst oder da eine Badewanne rausreißt oder so, frage ich mich, wie der Einsatz der Monofilament-Kettensäge sich gestalten darf. Na, wenn du ganz eng an der Wand entlang schneidest, hast du zumindest Möglichkeiten, diese blöden Fugen abzukriegen. Und jetzt nochmal, alter Meister, Spaß ist, was man daraus macht. Ich kann sie verstehen. Richtig. Okay, also du nimmst... Mit, wenn, aber auch die wenn du das mitnehmen willst, bin ich der Letzte, der sagt, dass du behindert bist. Aber das ist schon... Dass du behindert bist, das ist voll gemein. Die armen behinderten Kinder. Sag doch sowas nicht, die fühlen sich ja mit Jojo verbunden. Wir raffen das doch sowieso nicht. Behinderung entsteht durch eine Störung des Person-Umwelt-Interaktionsdingens und da ich Umwelt bin, ist das voll auf mich gemünzt. Also okay. Fühlen sich dann alle Behinderten immer noch beleidigt. Ja. Und das zu Recht. Und das richtig. Zu Recht. Also mit was? Kommt, mit Recht.
Ihr kommt dort oben an. Unserem Recht. Billy hat den Hammer verwechselt und hat so eine kleine Drahtzange mit. Nein. Ihr habt also ein bisschen Werkzeug dabei. Also, okay. Mach weiter. Okay. Er blicket auf, sieht die Monofilamentkettensäge. Ein kurzer, freudiger Ausdruck huscht über sein Gesicht. Dann aber wirkt er etwas genervt. Er hat, was ist denn damit jetzt? Was soll denn die Scheiße? Was willst du damit machen? Das Ding ist cool. Ja, cool, cool, cool. Jetzt hast du schon recht. Siehst du? Ja, aber leg das jetzt weg. Ist das Hammer, neue Teil. Hier, Mensch, Fliesen, los. Mal wesentlich mehr. Ja, klar, komm, das kriegen wir auch damit hin. Die Junge versucht es. Ja, also Fliesen, das ist einfach nur anstrengend. Aber Fliesen müsste man damit doch eigentlich relativ gut abkriegen, oder? Mit einer Monofilamentkettensäge? Alter, mach mal mit einer Kettensäge rum, Mädel. Jojo hat eine Kettensäge, sie kann damit umgehen, aber... Ja, aber Fliesen. Na, ich weiß ja nicht genau, wie das Ding aussieht, aber wenn du das halt nicht so... Wie eine Kettensäge. Das Ding ist doch folgendes. Wenn du zum Beispiel die Badewanne zerteilen willst, ist das Gerät 1A geeignet. Aber willst du hinter die Fliese versuchen zu kommen bei deiner Körpergröße? Nein, aber sie kann die Badewanne zerteilen. Außerdem haben wir doch schon festgestellt, dass der Heimwerker King total darauf steht, mit großen Dingern kleine Sachen zu machen. Also ich finde, sie schlägt da voll in die Bresche. Soll die Badewanne auch raus? Ja, ja, aber noch nicht gleich. Da musst du nochmal gucken. Warum dann wird denn das jetzt alles wieder zerlegt? Ich werde sie jetzt liebevoll dorthin legen und dann kann ich damit später... Eigentlich habe ich sie nur mitgenommen, um die Badewanne und die Dusche hinterher rauszuholen. Ey, nicht bloß quatschen, los jetzt! Ja! Und das wird zerlegt, weil ich nicht zufrieden bin. Das ist alles nicht geil, dann musst du mal anders machen. Ja, das ist wirklich nicht geil, aber ja. Der große Schnauze und immer noch nicht arbeiten oder was? Hammer, los! Die hat schon angefangen. Achso. Na, dann wird jetzt auch... Also, anstrengend und so, ne? Ja, das sag mal, wie schätze ich ihn denn ein, dass wenn ich ihn jetzt ansprechen würde auf seinen Konsum, wenn ich so jetzt, meinst du, dass Billy denken würde, also, pass auf, ich mach so, halt die Fresse, geh hin und sag, pass auf, hier, ich muss so schwer arbeiten, hast du noch irgendwas, was mich ein bisschen motiviert, so. Also du gehst einfach hin und sagst das, ohne groß jetzt mal dumm bei mir nachzufragen, alles klar. Genau. Du sagst das zu ihm? Ja. Ja, da können wir mal gucken, aber nicht jetzt, hast du gerade das angefangen, sag mal, jetzt, hier, komm. Ja, komm, aber komm. Guck mal. Ja, komm in die Hütte und dann geht's später los. Okay. Meine Fresse, ich bin ja letztes Jahr, hier gesagt, geht nicht, aber jetzt auch mal zu Potte kommen. Okay. Jojo beeilt sich und macht es mit ihrem heimwerkerischen Geschick möglichst geschickt und schnell. Sie bricht Fliesen aus der Wand. Das heimwerkerische Geschick. Ja. Billy passt auf ihre Fingernägel auf. Billy trägt keinen Blaumann, übrigens, ne? Nein. Hast du gesagt. Also deine Kleidung? Ah, für den Arsch. Die ist jetzt gekalkt. Schön. Jojo fühlt sich sehr wohl in ihrem Blaumann und im T-Shirt. Entschuldigung. Das ist ja komisch, oder? Ihr arbeitet da ein Weilchen und nach ungefähr einer halben Stunde, wo ihr auch also durch Anstrengung, auch weil er dann doch immer noch mal anfeuernd wirkt, während er da rumsteht und irgendwas sich wohl denkt. Also nach dieser halben Dreiviertelstunde kommt er auch an. So, jetzt erstmal Pause, ist gut. Oh Gott, okay. Das ist aber auch. Was hast du eigentlich vor mit dem Badezimmer jetzt? Ja, das muss ich neu machen, das ist scheiße. Also mach ich dann nächste Sendung, sage ich hier, war kacke, jetzt mal richtig und bla bla bla. Na, willst du dann nicht vielleicht auch irgendwann mal was hier reinbasteln? Keine Ahnung, irgendwas Cooles? Weil irgendwie bisher ist es Badezimmer, weißt du? Ja, was willst du denn jetzt für eine Scheiße, Alter? Was Cooles, kann keiner nachbauen. Muss einfach sein und trotzdem genau sehen. Ich werde das Waschbecken ein bisschen anders machen und ich werde da irgendwann vielleicht schon hinkriegen, aber kann ich das nicht, ne? Keine Ahnung, irgendwas mit dem Waschbecken machen halt, weiß ich nicht. Ja, das Ding ist doch einfach, gehe ich zum Vorstand, werde jetzt erstmal sagen, hier, ich habe übrigens gerade das ganze Bad zerlegt, also muss ich nächste Sendung nochmal neu machen, von wegen hier, bla bla bla, und dann muss ich irgendwie rechtfertigen mit, ich habe jetzt erst einen Niedrigpreissektor abgegrast und jetzt will ich irgendwie eine Ebene höher gehen und so ein Scheiß, das wird wieder... Alter, da will die Alten mir einen Kamm pissen. Würde ich für jeden Scheiß rechtfertigen oder was? Na klar, muss mich. Alter, das kostet doch alles Geld. Und da sind die so bekloppt oder was? Ich meine, sie gucken die Leute. Ja, aber gucken die Leute nicht lieber irgendwas, was wirklich geil ist? Also irgendwas, was halt wirklich mal was anderes ist, als einfach nur, ja, ich mache jetzt ein Badezimmer. Mit weißen Fliesen. Er setzt sich hin. So, Mädels, pass mal auf. Was denn? Entschuldigung, hab ich jetzt was falsch gesagt? Nee, halt mal die Fresse jetzt. Damit das gleich klar ist. Der Zuschauer, der ist dumm. Er ist so richtig blöd. Der will immer nur dieselbe abgefuckte Scheiße. Der will nichts Neues. Und das wissen die auch. Und er will das recht nichts sehen, was er sich nicht leisten kann. Aber vor allen Dingen ist er dumm. Richtig
dumm, Alter. Der will nicht innovativ oder so eine Scheiße. Der will einfach das, was er kennt, ein bisschen anders aufgemacht. Der Rest ist immer scheißegal. Und wenn er abends nach Hause kommt und es kommt nur Kacke im Tritt, dann macht er doch sowieso an. Das ist doch hier das Problem. Verstehst du das? Naja, aber es gibt doch auch die Leute, die dann einfach mal irgendeinen völlig abgedrehten Scheiß gucken. Also irgendwie sehen, ja, okay, das ist jetzt irgendwas völlig abgedrehtes. Was man einfach, also entweder halt das, was man kennt, oder irgendwas, was so völlig aus der Bahn schlägt. Ich meine, guck dir doch mal die ganzen YouTube-Klicks und den ganzen Krams an irgendwie. Das ist doch genau das, was halt völlig abgedreht ist, hat er dann wieder voll und so weiter. Ja, weil aber die Sachen ja gehen 3 Minuten, die du da angucken kannst. Und die sind dann völlig abgedreht. Aber das ist auch nicht die Masse. Die brauchen hier Quote und nicht so einen Scheiß von wegen die paar Leute, die was Abgedrehtes wollen. Ja, Moment, aber das ist doch Quote. Also ich meine, wenn man sich so bestimmte Sachen anguckt, das kennt jeder. Und von diesem Clip spricht dann auch jeder und wirklich jeder. Ja, aber 3 Minuten. Ja, warte. Das reicht. Jetzt halt doch mal die Fresse, die Hübsche will was sagen. Darf ich mal was Dummes fragen? Ja. Machst du das tatsächlich für den Zuschauer? Oder ist Mitrofan Gromov nicht eigentlich ein verkanntes Genie und eigentlich total unerfordert hier? Und ich meine, ohne Witz, du kannst doch jetzt wieder was hier aufziehen und die Alte, die kriegst du doch um den Finger gewickelt, oder? Wie um den Finger gewickelt, Alter? Finger gewickelt. Ja, die Alte, oder? Die ist wie so ein Brett. Ja, natürlich ist es eine alte, verknackte, die ist nicht so heiß wie hier die Kleine neben mir, aber nichtsdestotrotz, ich meine, du hast doch Charme und ich meine, du kannst doch die garantiert irgendwie davon überzeugen, dass wenn du jetzt einfach mal was machst aus dem Stegreif raus, du hast doch bestimmt eine saugute Idee gerade, oder? Jetzt mal ohne Witz, du stehst da seit einer halben Stunde, guckst uns zu, du hast doch garantiert... Ja, vielleicht habt ihr auch geile Ärsche oder was? Ah, danke schön. Aber du bist doch unterfordert jetzt mal ohne Scheiß, oder? Ja, klar bin ich überfordert. Jeder ist hier unter. Entweder ist ja jeder unterfordert und die nicht unterfordert sind, das sind halt die mit der stupiden Arbeit wie ihr, die sind dann überfordert. Aber natürlich, aber das ist halt der Lauf der Dinge, was willst du machen, das ist verkackt. Keine Ahnung, einfach mal irgendwas machen, worauf du Bock hast. Ja, das habe ich doch probiert, das ist doch nichts, das wollen die nicht. Wieso wollen die das nicht? Also weil der Kunde dumm ist, das habe ich euch doch gesagt. Der Kunde kauft Scheiße. Der Vorstand oder was? Hat der da keinen Bock drauf? Oder die auch nicht, aber mittlerweile sehe ich es ein. Diese ganzen dämlichen Vollidioten, die wollen nichts Neues. Wollen sie einfach nicht. Da wäre ich mir nicht mal so sicher. Irgendwie. Ich glaube, sie kennen nur einfach nichts Neues, weil ja jeder irgendwie diesem Prinzip folgt. Du wärmst einfach immer nur die alte Scheiße auf. Ja, aber nur hat sich Fernsehen gibt seit, weiß ich nicht, ewig lange, 100 Jahre. Ja, aber wenn mal irgendwas Neues kam, ich meine, irgendwelche Sachen wurden auch mal, es gab immer Innovationen und immer kam mal irgendwas Neues und dann wurde es auch geguckt. Oder du hast halt die völlig bekloppten Sachen gehabt, die halt irgendwie immer noch jeder kennt. Also das ist halt, ja, ich meine, das sind dann vielleicht so One-Shot-Dinger, aber irgendwie geklappt hat's schon. Also ich glaube, also irgendwo klar, wenn irgendwo hast du recht, aber andererseits glaube ich, wenn du was richtig Neues bringst oder irgendwas, was halt richtig abgedreht ist und überhaupt nicht dazu passt, dann geht das wieder. Ich glaube, sowas wird wieder geguckt. Ich meine, das passt hier vermutlich nicht rein, aber sowas wird trotzdem geguckt, glaube ich. Alter, hast du mir gerade ein Ohr abgekaut und dann am Ende zu sagen, das passt hier nicht rein, hast du endlich begriffen oder was? Ich weiß nicht, ob es hier reinpasst oder nicht, sag's mir, keine Ahnung. Also das ist eine Einwerker-Sendung. Ja, abgedrehte Sachen kann keiner nachmachen. Kannst du auch als Heimwerker unheimlich viel machen. Alter, pass mal auf, ne? Kannst du schon, kannst du schon. Na klar, hab ich auch Bock drauf. Dann machst du einfach. Ja, aber habt ihr eigentlich zugehört oder habt ihr einfach einen Schatten? Ich glaube, ihr braucht wirklich gleich ein bisschen was. Aber pass mal auf, dafür brauche ich eine andere Sendung. Dafür brauche ich einfach nicht dieses Format Heimwerker-Scheiße. Dafür brauche ich... Aber wie soll dich denn jemand entdecken, wenn du niemals ausbrichst aus dem Trott, wenn du was anderes machen willst? Alter, du wirst ihn nicht entdeckt, du versackst. So einfach ist es. Ja, aber wenn du Presse bekommst, dass der Heimwerker King gerade voll was Abgefahrenes gemacht hat im Zenit, gegen alle Regeln der Kunst, dann kommt vielleicht ein neues, junges Format, so wie Horizon, und sagt zu dir, ey, Alter, das war so krass, wir wollen dich. Alter, Horizon, hör mir bloß auf. Nein, das war doch jetzt halt ein Beispiel. Vielleicht Jarabutnik oder irgendwas, keine Ahnung. Was hast du denn zu verlieren? Willst du hier alt werden und versauern? Du hast doch garantiert mehr drauf als den Scheiß, oder? Jetzt guck dir an, Bad renovieren, lässt du 2 Schnicksen hier, die Fliesen aus der Wand brechen für dich, guckst dir ihre Ärsche an, ziehst dir nachher was rein, dann ist dein Tag rum und dann gehst nach Hause und wickst dir noch einen, dann ist gut oder was?
Ist das dein Leben? Ich mag Billys Aussage. Ja, scheiße, offen. Irgendwie schon, oder? Hä? Komm mal mit, ich lade dich jetzt mal ein hier und jetzt. Aber willst du mich einladen ins Arbeitszeit? Na, auf den Spiegel? Ah, ist klar. Und, wie, komm mal mit? Hier ist er perfekt. Sollen wir das hier machen? Klar, was soll denn passieren? Hier, Bolschakow, willst du auch was? Nee, jetzt nicht. Ja, Billy legt 2 Lines. Wie jetzt nicht? Ja, wenn sie nicht will. Wie, wenn sie nicht will? Vertrag das Zeug nicht besonders gut. Halt jetzt deinen Rüssel da rein. Du bist eh den ganzen Tag bei mir gemeldet. Das heißt, wenn du jetzt gleich nicht mehr zurechtkommst, haust du dich da drüben in die Ecke und heust dich ein bisschen an der Wand aus und dann ist auch egal. passt schon. Da will ich ja hoffen. Hältst du sowieso nicht anders aus. Guck dich mal an, du siehst inzwischen aus. Am ersten Tag war sie echt noch frischer. Ach, das geht schon. Ich sehe, wie das geht, Alter. Los jetzt, komm da rein. Ja, du lässt erstmal den anderen Vortritt. Gut, also er nimmt übrigens sein eigenes Zeug, hat er dabei. Wie, ich wollte ihn doch einladen. Ach so, also er würde das quasi sein eigenes Zeug jetzt hervorholen. Ja, lass mal stecken hier, zieh mal von dem hier. Er guckt dich etwas misstrauisch an. Ja, komm. Ich zieh die erste Line weg und sag... Ja, warum geht's nicht, Alter? Du hast da bestimmt irgendwelchen Gossenscheiß dabei, oder? Oh, meinst du? Probier doch einfach mal. Wir Elfen jetzt nicht überzeugt. Scheiß. Wir Elfen brauchen anderen Scheiß als ihr normalen Menschen, ihr Metamenschen, möchtegerns. Wir brauchen richtigen Scheiß und ich glaube, sowas hast du nie gezogen. Da rabbelst dir im Karton, wenn du da mal ein Näschen von nimmst, mein Freund. Aber nicht, dass du mir dann nachher in der Ecke liegst und abzappelst, ne? Ja, sag mal... Ja, ordentlich Selbstbewusstsein getankt, oder? Was glaubst dann du? Dann scheint das morgen? Zeug ja ordentlich reinzuknistern. Gib jetzt her. Das kommt gratis dazu. Ja, du hältst die Fresse und stellst dich jetzt hinten an und ich komm jetzt hier, gib mal Zeug. Ja, ich lege ihm eine ordentliche nice Line, also doppelte Menge von Billy. Gut, er ist durchaus begeistert. Ja, doch. Mm-hmm. Yes, Boris Zeug ist Hammer. Jojo, du bist hiermit hammered. Muss sie noch? Kommt sie drum? Ja, klar muss sie noch, Alter. Oh. Jetzt, wo er so motiviert ist und erfährt, wie toll das ist, muss er dich daran... Eigentlich ist er ein sozialer weniger. Mensch, weißt du? Eigentlich, wenn er nicht gerade immer Koks nimmt, ne? Nee, er ist ein sozialer Mensch. Er will einfach, dass du auch Spaß hast, weißt du? Ja, sie guckt aber irgendwie gerade, dass sie sich ein bisschen weniger dingst. Ja, dass sie weniger dingst als er und Billy ist schon klar. Wesentlich weniger. Du bist trotzdem hammered. Ah, das dachte ich mir. Wenig Schlaf und Drogen. Drogen sind schlecht. So wenig Schlaf. Weil sie die ganze Woche 3, 4, 5 Stunden maximal pro Nacht geschlafen hat. Und mit der Zeit schlaucht das halt doch. Genau, er fängt dann sofort an. Also, das, was noch kommt, ist, so jetzt hier, hintersten Fresse halten. Alles klar. Okay. Dann springt er los, schnappt sich die Monofilamentkettensäge. Gut, dass Jojo die mitgenommen hat. Ich bin gerade, White Noise Generator war irgendwie um, was war das? Um hier sowas wie... Abhörsender nur, das macht kein Störgeräusch. Um Richtmikrofone. Okay, das ist aber trotzdem gut. Das gibt eine abgewandelte Art des White Noise Generators und irgendwie, dass die halt das Studio leise halten, wenn er da laut arbeitet, von nach außen hin. Das Ding macht er an und dann fängt er an... Das nennt sich Schallisolierung. Ne, aber auch elektronische Natur noch, tatsächlich. Denn es ist nicht so schlimm, wenn die Leute draußen was hören, wie wenn die Mikrofone im Nebenzimmer was hören, weißt du? Hm. Gut, unabhängig davon, er malträtiert dann die Waschmaschine in der Art, Waschmaschine, Alter, Badewanne, in der Art, dass er, also er zerschneidet das nicht, sondern er kratzt da was ein und schon auch mit, also schon mit Tiefe, nicht nur einfach ein 2D-Bild, sondern auch richtig schön, die Wand ist etwas dicker, sodass, die ist auch quasi gefüllt mit Zeug, das hat er in Folge 47 gemacht, auf jeden Fall. Er macht ein Relief. Er macht ein Relief. Dankeschön, Künstlerin. Eure beiden Gesichter. Oh, geil. Cool. Billy macht ein Bild sofort. Warte, es ist der Heimwerker King of Koks, der einfach nur ganz toll ist. Eure beiden Gesichter, wie ihr ein wenig rumzüngelt, à la japanischer Manga. Yes. Sehr, sehr eklig, aber so rein. Vom Handwerkstechnischen sieht es schon, ne? Er hat sogar die Tränensäcke Jojos verarbeitet. Wie können Männer sowas geil finden? Das ist so eklig. Frag mich doch nicht, aber er macht es.
Mensch, was kann denn der Spieler dafür, wenn der Heimwerker King so einen Scheiß macht? Also, guck, hallo? Ist es mein NSC? Ist doch deine Welt. Fuck. Oh Mann, gut, dass Mahina gerade nicht da ist. Das wäre ja gar nichts für ihre zarte Seele. Jojo, ja, so wie drauf. Du den Fensterputzer klar gemacht hast, brauchst du ja gar nicht den Mund aufmachen, ne? Hey, also, entschuldige mal, ich habe ihn weder böse erpresst, noch war ich gemein, noch habe ich ihn flachgelegt. Ich war voll harmlos. Voll harmlos, du hast ihn ja angemacht wie hier, also hier, ne, hier, also hier. Also. Wie in Russland, Kieslaster. Genau. Also. Gar nicht wahr, das ist mein natürlicher Charme, den ich habe spielen lassen. Also ich nehme meinen Popo, zwänge ihn in die knackfeste Hose und wackel damit so lange vor seinem Gesicht, bis er ganz aufgegeilt ist. Das nennst du natürlich einen Charme. Ja, entschuldige mal, aber man muss doch das Kapital, das man hat, nutzen, oder nicht? Das ist klingt jetzt nicht ganz falsch. Ach nee, es klingt schon richtig für die Zukunft dieser Runde. Er macht eure Gesichter in der Art, wie ich es eben beschrob. Ich entschuldige mich bei euch allen gerade mal dafür, dass es kein wirkliches Intro gab, vor allem bei Flummi, weil wir die das Intro eingesprochen haben, bevor wir das letzte Mal gespielt haben, und irgendwie waren wir so gut gelaunt, dass das Intro total scheiße wurde, weil wir totale Müll gelabert haben, mehr als sonst. Denn wir haben eigentlich die Folge 13 gespoilert, bevor wir eigentlich die Folge ausgestrahlt haben. Was bedeutet, dass es scheiße gewesen wäre. Deswegen gab es kein richtiges Intro, sondern einfach nur Trollis Gelaber bezüglich den Zugeständnissen, wie es er nannte. An die Spieler. Deswegen gibt es auch nur ein kurzes Outro für die 13. Die 14 wird lange. Das weiß ich jetzt schon, weil ich es ja schon geschnitten habe. Mehr will ich gar nicht verraten. Wird garantiert das erste Mal wirklich spannend für euch. Hoffe ich doch jedenfalls. Also für uns war es geil spannend, weil es wirklich abgeht. Gut, ich glaube, dann lasse ich das auch für heute. Ich sag nur noch, dass Shadowrun der Tops Incorporated gehört, vertreten in Deutschland durch den Pegasus Verlag. Ja, ich werde es ab sofort immer sagen. Wir haben die Anfangs- und Endmusik, also das Intro und das Outro, haben wir von den Kremlkrauts zu finden auf Soundcloud und auch im Internet. Sucht einfach über Google. Wir grüßen all unsere Subscriber ganz lieb und recht herzlich und hoffen, dass ihr uns weiter treu bleibt. Wir beenden bald die Episode 2 und starten dann in die Episode 3. Wir haben damit schon angefangen. Es wird, sagen wir mal so, etwas gemächlich losgehen, aber ich glaube, der Trolli hat sich schon ganz tolle Sachen ausgedacht, wie es denn dann in Episode 3 mit den Mädels weitergehen soll. Wir haben auch tatsächlich Karma gekriegt, dazu sage ich es aber gar nicht viel, das hätte er nämlich sagen sollen, wahrscheinlich irgendwann mal Berisch nochmal darauf hinweisen, dass er das tut. Mit dem Karma ausgeben, denke ich, wird auch nochmal eine coole Sache, das werdet ihr dann aber später erst alles hören. Jo, ne? Bis dahin erstmal, allen alles Gute und Liebe und dann bis zum nächsten Mal, eure White Russians. Tschüss. Und ich hätte es beinahe vergessen, natürlich laufen die White Russians unter der Creative Commons Attribution 3.0 License und deswegen dürfen wir das, und ihr dürft euch gerne Stücke rausschneiden, dürft die gerne wiederverwenden, aber bitte edit ein Label, wenn ihr Stücke aus unserem Podcast rausschneidet. Oder halt eben auch von anderen Künstlern, die wir hier haben. Danke, tschüss.